dir irgendetwas Seltsames auf? Kürzlich wurden alarmierende Veränderungen des Wasserstands in verschiedenen Teilen des Yellowstone-Sees registriert. Manchmal steigt das Wasser auf einer Seite des Sees, während es auf der anderen sinkt. Oh, sieht aus, als würde das Seebecken von einer unterirdischen Kraft angehoben werden. Ein Zeichen für ein bevorstehendes Desaster? Geysire, Schlammlöcher und heiße Quellen verwandeln den Yellowstone National Park in eine außergewöhnliche Welt. All diese Naturwunder werden von einem mächtigen Supervulkan genährt. Supervulkane erzeugen Supereruptionen. Wenn das passiert, speien sie über 1000 Kubikkilometer Asche, geschmolzenes Gestein und heiße Gase in die Luft. Um es sich leichter vorstellen zu können, 4 Supereruptionen würden den Grand Canyon bis zum Rand füllen. Dem Yellowstone-Riesen werden mindestens 3 enorme Ausbrüche und unzählige kleinere zugesprochen. In dieser Region liegen die vulkanischen Ablagerungen über zehntausende Kilometer verteilt. Wissenschaftler glauben, dass sie durch mehrere kleinere Ausbrüche erzeugt wurden. Doch bei weiteren Nachforschungen fanden Experten heraus, dass diese Ablagerungen von 2 bisher unbekannten Supereruptionen stammen. Sie fanden vermutlich vor etwa 9 und 8,7 Millionen Jahren statt. Diese Entdeckung bedeutet, dass die Yellowstone-Region etwa alle 500.000 Jahre eine Supereruption erlebte. Doch in den vergangenen 3 Millionen Jahren kam es nur zu 2 Supereruptionen. Man könnte daher meinen, diese katastrophalen Ereignisse flauen ab oder sind einfach nur überfällig. Wenn der Yellowstone-Supervulkan jedoch mit so viel Gewalt wie vor 2,1 Millionen Jahren ausbricht, wird er mehr als 2450 Kubikkilometer glühende Lava ausspucken. Das ist das 4500-fache Volumen des Hafens von Sydney. Das ist verdammt viel Lava. Ob es nur noch wahrscheinlich ist, ist eine andere Frage. Es besteht kein Zweifel, dass irgendetwas vor sich geht. Die Änderung des Wasserstandes im See bedeutet, die Caldera hebt sich unter der Oberfläche. Die Caldera, der Einsturzkrater, ist das, was nach einem Ausbruch übrig bleibt. Die Caldera des Yellowstone hebt sich nicht nur kuppelförmig, sie hebt und senkt sich, als würde sie atmen. Der Grund könnte durch die Kruste sickerndes Magma sein. Oder dieses Magma heizt das hydrothermale System auf, wodurch es sich ausdehnt und die Kruste anhebt. Der Yellowstone hat den Status eines aktiven Vulkans. Sein Vulkanexplosivitätsindex liegt bei 8 von 10. Eine so hohe Zahl bedeutet, dass im Falle eines Vulkanausbruchs mit einer Apokalypse zu rechnen wäre. Kurz vor dem Ereignis würde sich der Boden um den Nationalpark heben. Geothermale Becken und Geysire würden sich weiter aufheizen und noch saurer als üblich werden. Das Magma würde an die Oberfläche steigen. Irgendwann würde die Gesteinsdecke der Magmakammer nicht mehr standhalten und explosionsartig nachgeben. Eine mächtige Lavasäule und Asche würden 26 Kilometer hoch in die Luft schießen. Danach würde der Vulkan tagelang Asche ausstoßen. Die Mischung aus Lava, Asche und Gas wäre über 1000 Grad heiß und würde sich mit einer Geschwindigkeit von 480 Kilometer pro Stunde fortbewegen. Schneller als ein Rennauto. Die Luft im Zentrum der Eruption würde sich auf bis zu 300 Grad erhitzen. Eine der gefährlichsten Konsequenzen wäre der Ascheregen. Vulkanische Asche kann sich in der Lunge innerhalb von Sekunden in glasartigen Zement verwandeln. Menschen und Tiere bekämen Probleme mit der Atmung, milde ausgedrückt. Gebäude würden unter dem Gewicht der dichten Substanz zusammenbrechen. Es würde nur wenige Tage dauern, bis eine 3 Meter dicke Ascheschicht eine Region im Umkreis von 80 Kilometer unter sich begraben würde. Wenn die Asche die Stratosphäre erreichte, würden die Temperaturen weltweit fallen. Bei einem hohen Schwefelausstoß, was ein effektiver Sonnenblocker ist, würde es so kalt werden, dass wir weltweit jahrelang keinen Sommer mehr hätten. Die Monsunzeiten würden sich ändern und die Landwirtschaft bekäme ernste Probleme. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln wäre in Gefahr. Im Verlauf der letzten 50 Jahre hatte sich die Caldera des Yellowstone-Vulkans um fast 60 cm angehoben. Das braucht dich aber nicht zu beunruhigen. Experten sind sich sicher, dass das ein ganz natürliches Verhalten ist.
Auf Perioden von kuppelförmigen Ansteigen folgt das Absinken der Caldera. Wissenschaftler gehen davon aus, dass keine immanente Gefahr besteht. Für einen Ausbruch müssten mindestens 50% des Magmas geschmolzen sein. Beim Yellowstone sind es derzeit aber nur 5-15%. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs liegt bei 1 zu 730.000. Wir sind also recht sicher. Jüngsten Studien zufolge könnte der Hotspot geschrumpft sein. Sogar trotz der Atmung und der Aufwölbung der Kuppel. Trotzdem wird immer wieder darüber diskutiert, was wir tun könnten, um eine katastrophale Supereruption zu verhindern. Die beliebteste und vielleicht offensichtlichste Idee ist, den Yellowstone-Supervulkan zu kühlen. Leider gibt es da einen Haken. Der Vulkan gibt nur etwa 70% der Hitze aus seiner gefüllten Magmakammer ab. Der Rest verweilt im Inneren. Sobald der Wert eine gewisse Grenze überschreitet, bricht der Vulkan aus. Wenn es möglich wäre, mindestens 35% der Hitze zu extrahieren, könnte ein Ausbruch verhindert werden. Je kühler das Magma ist, desto dicker und träger wird es. Es ist nicht mehr so flüssig und drängt nicht mehr an die Oberfläche. Unter Berücksichtigung dieser Fakten entwickelten NASA-Wissenschaftler einen Plan. Sie schlugen vor, ein 10 Kilometer tiefes Loch zu bohren und kaltes, unter Druck stehendes Wasser hineinzupumpen. Die Temperatur des zurückfließenden Wassers würde ca. 350 Grad betragen. Auf diese Weise würde man dem Vulkan seine Hitze Stück für Stück entziehen. Bauen wir dann noch ein geothermales Kraftwerk daneben, könnten wir Strom erzeugen. Das wäre recht einfach und auch der Preis wäre verführerisch. Weniger als 10 Cent pro Kilowattstunde. Auf den ersten Blick war das eine großartige Idee. Doch dann wurden kritische Stimmen laut. Stell dir vor, in die Erdkruste zu bohren, immer tiefer und tiefer. Und dann, krach rums, triffst du eine hypothermale Tasche. Oh oh, bereite dich auf eine Katastrophe vor. Die austretenden Gase könnten eine Reihe extrem starker Explosionen auslösen. Im schlimmsten Fall könnte so ein umfassender Vulkanausbruch initiiert werden. Du kennst bereits die katastrophalen Folgen. Von Lavafontänen und Lawinen geschmolzenen Gesteins bis hin zu Klimaveränderungen auf dem gesamten Globus. Ja, nicht so schön. Oder nehmen wir an, du bohrst ein Loch in den Vulkan und erwischt versehentlich die Magmakammer. In diesem Fall würde die Magmakammer statt gekühlt zu werden, nur noch instabiler werden. Die gesamte Konstruktion könnte jeden Moment zusammenbrechen. Und vergessen wir nicht, dass eine solche Bohrung auch giftige Gase freisetzen würde. Sie sammeln sich über dem Magma. Geht es noch schlimmer? Oh ja, der ganze Bohrungsprozess würde schlappe 16.000 Jahre in Anspruch nehmen. Diese Methode ist viel zu riskant, um den Vulkan so schnell, wie wir uns das wünschen würden, herunterzukühlen. Und dann wären sich die Wissenschaftler nicht mal 100% sicher, dass der Vulkan mit seinem neuen Kühlsystem auch nur 100 Jahre kühl bleiben würde. Zu guter Letzt würde dieses Projekt eine unglaubliche Summe von 3 Milliarden Euro verschlingen. Ein ordentliches Sümmchen für etwas, das vielleicht nicht mal funktionieren wird. Übrigens ist der Yellowstone nicht der einzige Vulkan, dessen Lavakuppel sich momentan hebt. Lavakuppeln bilden sich, wenn Magma an die Oberfläche tritt und sich um einen Schlot sammelt. Wissenschaftler haben eine solche in einem Unterwasservulkan in Japan entdeckt. Diese Kuppel ist über 610 Meter hoch und über 10 Kilometer breit. Obwohl der japanische Supervulkan zu schlafen scheint, behalten Experten ihn im Auge. Ein Vulkan kann von heute auf morgen seine Meinung ändern und von einem friedlichen Riesen zu einem bösen Schurken kurz vor dem Ausbruch werden. Eine weitere mächtige Kuppel wächst in den Anden, direkt auf dem größten, aktiven Magmalager der Erde. Das Altiplano-Puna-Plateau, was für ein Zungenbrecher, und die Stelle, an der die Kuppel entdeckt wurde, ist das zweithöchste Plateau der Welt. Die Kuppel selbst ist über 1 Kilometer hoch. Du fragst dich vielleicht, wie Experten diese Erhebung so lange übersehen konnten. Die Antwort ist einfach: Sie verbarg sich in dem Plateau. Es ist eine aride Region mit vielen Vulkanen und erstreckt sich über tausende Kilometer. Ja, ein weiterer Fall von man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Puh, die Party war wild. Du und deine Freunde, ihr geht aus dem Club raus und ruft ein Taxi. 10 Minuten später werdet ihr allesamt nach Hause gebracht.
Während du so mit deinen Buddies redest, bemerkst du im Augenwinkel, dass die Straßenlaternen schon aus sind, obwohl es erst 3 Uhr morgens und noch dunkel ist. Naja, wie auch immer. Das Taxi schmeißt dich bei dir zu Hause raus und flitzt davon. Die Auffahrt ist auch völlig dunkel. Naja, kein Wunder, schlafen wohl schon alle. Du gehst zur Haustür. Der Bewegungsmelder geht aber nicht an. Ist ja komisch. Die Glühbirne muss kaputt sein. Du wühlst und kramst im Dunkeln nach deinen Schlüsseln. Da sind sie. Jetzt ganz ruhig sein, damit niemand aufwacht. Du lässt das Licht aus, ziehst deine Schuhe aus und schleichst ins Badezimmer. Alles, was du jetzt noch brauchst, ist eine warme Dusche, um dir den ganzen Schweiß vom Tanzen abzuwaschen. Du drückst den Lichtschalter. Nichts passiert. Hier geht das Licht auch nicht an. Das darf kein Zufall sein. Du spielst mit dem Gedanken, in den Keller zu gehen und den Dieselgenerator anzuschmeißen, aber das wird nichts. Viel zu laut. Okay, dann duschst du halt im Dunkeln. Du drehst den Hahn auf, doch er gurgelt nur vor sich hin und es kommen nur ein paar Tropfen raus, bevor gar nichts mehr geschieht. Toll, kein Licht, kein Wasser. Die beste Nacht ever. Völlig genervt gehst du auf dein Zimmer rauf, ohne auf deine Katze zu treten, und fällst in dein Bett, ohne dich vorher auszuziehen. Macht ja eh keinen Unterschied. Morgen! Du wachst mit einem ekligen Gefühl auf. Die Klamotten kleben an deinem Körper. Jetzt brauchst du auf jeden Fall eine Dusche. Du gehst nach unten ins Bad, machst wie gewohnt den Lichtschalter an und... Dann überkommt es dich. Immer noch kein Licht. Du probierst die Dusche. Auch keine Neuigkeiten. Einfach großartig. Okay, es ist schon 11 Uhr morgens. Dann muss wohl der Generator dran glauben. Du gehst also in den Keller, gibst Treibstoff in den Tank und schaltest den Generator an. Er beginnt laut zu röhren, aber er funktioniert. Das heißt, du hast jetzt Strom. Als du hochgehst, siehst du, dass deine Mutter wach ist. Du erklärst ihr, was passiert ist, und spazierst zum nächsten Markt, um ein paar Wasserflaschen zu holen. Auf dem Weg dorthin triffst du einen deiner Nachbarn. Er trägt 2 riesige Wasserkanister in seinen Händen. Jeder scheint also dasselbe Problem zu haben. Kein Licht und kein Wasser. Als du um die Ecke gehst, kannst du schon von Weitem eine lange Schlange vor dem Supermarkt sehen. Du musst ganze 20 Minuten warten, bis du dran bist und deine 2 Kanister abgreifen kannst. Die Kassiererin informiert dich, dass keine Kartenzahlung möglich sei, weil es keinen Strom gibt. Bar bitte! Du verdrehst deine Augen und gibst ihr 5 Euro. Ist ja nur eine Ausnahme, nichts weiter. Du schleppst deine Flaschen zurück ins Haus. Es ist nun einen Monat her, seit es keinen Strom und kein Hahnwasser gibt. Was als kleines Ärgernis begann, ist nun ein Desaster geworden. Die meisten öffentlichen Einrichtungen haben geschlossen, so auch Fabriken und Schulen. Der Fernseher funktioniert natürlich auch nicht, weshalb viele Leute ihren Job verloren haben. Du kannst momentan nicht mehr studieren und hilfst deinen Eltern deshalb im Garten. Sie haben Gemüse angepflanzt. Aber was dir wirklich Sorgen macht, ist, dass es noch keine offizielle Verkündung gab, was gerade passiert. Menschen bieten Nachbarschaftshilfe an, um sich gegenseitig zu unterstützen. Viele von den Menschen, deren Arbeit von Computern und Maschinen abhängig war, lernen gerade, anders zurechtzukommen, ohne all den modernen Komfort. Aber die Bauern haben es richtig schwer. Sie müssen den Sprit für ihre landwirtschaftlichen Maschinen so gut es geht sparen. Das erschwert die Arbeit erheblich. Wasser in Flaschen ist nun auch ein Luxusgut. Die Preise sind in den letzten Wochen durch die Decke gegangen. Und wenn das bald nicht besser wird, werden nur noch wenige Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben. Zu Hause machst du den Generator nur noch an, wenn es wirklich notwendig ist, um Essen zu kochen oder einmal in der Woche sauber zu machen. Sonst versuchst du auf Strom zu verzichten. Du hast dich daran gewöhnt, früh morgens aufzustehen, um so viel Sonne am Tag wie möglich zu tanken. Wenn die Sonne dann untergeht, kannst du im Dunkeln ja nicht mehr viel machen, außer nach einem langen Tag ins Bett zu gehen oder bei Kerzenschein noch ein gutes altes Buch zu lesen. Ein halbes Jahr ist vorüber. Nichts hat sich geändert. Es gibt immer noch keine Auskunft darüber, was den Stromausfall verursacht hat. Und Menschen, die in anderen Ländern nach Antworten gesucht haben, kommen mit denselben Nachrichten zurück. Es scheint ein globales Problem zu sein.
Jetzt, wo etwas Gewohnheit einkehrt, haben deine Familie und du den Haushalt reorganisiert. Mittlerweile habt ihr ein paar Kühe und einige Hühner für Milch und Eier. Und euer Garten ist jetzt ein richtiger Gemüsegarten mit Gurken, Kartoffeln und Tomaten. Auch an Äpfeln müsst ihr nicht sparen. Wasser zum Trinken und Bewässern zu kaufen ist allerdings eine Qual geworden. Das Wasser in Flaschen ist rar und vor allem teuer, also gehst du nun an den Fluss, der 10 Kilometer entfernt ist. Zuerst bist du dort mit dem Auto hingefahren, um so viele Flaschen und Kanister wie möglich abzufüllen, doch nach ein paar Monaten ging dir der Sprit aus. Dein Vater und du müssen jetzt deshalb den ganzen Weg dahin und wieder zurücklaufen. Zumindest habt ihr einen Schubkarren, so müsst ihr nicht alles mit den Händen schleppen, aber dieser Trip kostet wertvolle Zeit. Die Stadt hat sich zu einer wirklich freundlichen und sich selbst tragenden Gemeinschaft entwickelt. Nachbarn helfen sich gegenseitig und der Grillabend mit der Nachbarschaft ist zur Routine geworden. Jeder bringt eigenes Essen mit und diejenigen, die sich noch nicht selbst versorgen können, dürfen etwas mit nach Hause nehmen, um sich für ein paar Tage den Bauch vollzuschlagen. Obwohl du am Stadtrand lebst, fast schon auf dem Land, kommt es dir ohne die vorbeifahrenden Autos immer noch komisch vor. Dafür ersetzt ein anderer Klang die Motoren, Hufen, die auf der Straße klackern. Immer mehr Menschen nutzen Pferde als Fortbewegungsmittel. Die Stadt selbst ist fast leer geworden. Die Menschen haben ihre Wohnung verlassen, um auf dem Land zu leben. Und viele von ihnen teilen sich in kleinen Gruppen das Land, das sie sich gegenseitig zur Verfügung stellen. Die besten Plätze liegen natürlich an den Flussbänken. Hier konzentrieren sich die meisten Stadtmenschen. Einige hatten versucht, Stände zu öffnen und Flusswasser zu verkaufen, aber diese Menschen wurden bald vor den Kopf gestoßen. Wasser ist für alle da. Heute hat deine Mutter Geburtstag. Dein Vater und du, ihr habt etwas Fleisch und Gemüse gegen einen schönen Blumenstrauß mit weißen Rosen und Erdbeeren eingetauscht. Die liebt sie. Es ist schon das vierte Mal, dass ihr ihren Geburtstag in dieser neuen Welt feiert. 4,5 Jahre lebt ihr nun schon unter diesen Bedingungen und alles läuft besser als je zuvor. Dein Vater hat sich mit der Gemeinschaft und den ehemaligen Stadtmenschen am Fluss unterhalten und gemeinsam beschlossen sie, ein Bewässerungssystem zu entwerfen. Ihr habt 3 Kanäle gegraben, durch die alle Felder bewässert werden können, ohne dass kostbares Wasser verloren geht. Jetzt müsst ihr nicht mehr alle paar Tage 20 Kilometer laufen, um frisches Wasser zu holen. Währenddessen haben Menschen aus der Nachbarschaft Gemeinschaftsfelder aufgezogen. Auch du hast dein Stück Feld bekommen und säst, pflügst und erntest jeden Tag. Danach wird die Ernte unter allen aufgeteilt, abhängig von der Größe des Haushalts. Mit diesem System wird niemand vernachlässigt, auch wenn jemand keine Feldarbeit tätigen kann. Überraschenderweise gefällt dir dieser Lebensstil. Du kannst dich kaum noch daran erinnern, wie es ist, ein Smartphone oder einen Fernseher gehabt zu haben. Stattdessen genießt du jedes Nachts die singenden Vögel und die frische Luft an jedem Arbeitstag. Auch wenn es zuerst schwer war, bist du jetzt gebräunt, schlank und hast Muskeln. Deine physische und psychische Gesundheit haben sich verbessert. Du quälst dich nicht mehr mit Fristen und musst dich nicht mehr beeilen. Dein Leben ist jetzt friedvoll und du verfolgst ein einziges Ziel: Leben und anderen helfen. Deine Freunde hast du natürlich auch nicht vergessen. Ihr besucht euch oft. Ihr helft euch gegenseitig auf dem Feld und am Abend kocht ihr etwas, spielt Karten und singt Lieder am Feuer. Du kannst voller Überzeugung sagen, dein Leben war noch nie einfacher und zufriedenstellender. Und noch immer weiß niemand, was eigentlich passiert ist, aber das scheint auch besser so zu sein. Also, mir ist neulich eine verrückte Sache passiert. Es war Sonntagmorgen und ich hatte mir zum Frühstück ein paar Spiegeleier gebraten. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ich war mir aber nicht sicher, ob es an den Eiern lag oder an mir. Du hast doch schon mal Spiegeleier gegessen, oder? Normalerweise schmecken sie wie Eier. Aber an diesem Tag schmeckte ich nicht nur Ei, sondern auch Zitrone, Vanillejoghurt und Papier. Nein, das schmeckte definitiv nicht gut, falls du das denkst. Joghurt an sich schmeckt gut, aber mit Ei ist das ekelhaft. Was auch immer der Grund war, ich beschloss, erstmals einen Tee zu trinken. Aber als ich einen Schluck nahm, spuckte ich ihn sofort wieder aus. Was ist das? Habe ich einen Löffel schwarzen Pfeffer aufgebrüht? Ich brauchte so schnell wie möglich Wasser. Ich habe ein Glas getrunken und zum Glück war es ganz normales Wasser. Dann wollte ich ein paar Erdbeeren essen. Aber neben dem Erdbeergeschmack schmeckte ich scharfes Chili.
Das ist keine gute Kombination, um ehrlich zu sein. Ich dachte, dass mit meinem Essen irgendetwas nicht stimmte. Ich trank dann ein Glas Orangensaft und überraschenderweise schmeckte der total gut. Plötzlich kam mir ein seltsamer Gedanke. Vielleicht kann ich Farben schmecken? Das wäre zwar ziemlich verrückt, aber ich musste diese Theorie sofort überprüfen. Ich gebe zu, dass ich die weiße Rückseite meines Handys abgeleckt hatte. Und es hat tatsächlich nach Vanillejoghurt geschmeckt, genau wie das Ei. Es war also wahr. Ich konnte Farben schmecken, die sich mit dem Originalgeschmack jedes Nahrungsmittels vermischten und alles durcheinander brachten. Ich wollte eigentlich zum Arzt gehen, aber diese neue Superkraft war so seltsam und aufregend. Ich konnte es kaum erwarten, auch die anderen Geschmacksrichtungen zu kosten. Daher ging ich in einen Laden und kaufte eine Packung Marke. Zu Hause öffnete ich den gelben und leckte an ihm. Er schmeckte tatsächlich nach Zitrone. Dann leckte ich jeden einzelnen ab und machte eine Liste. Rosa war Erdbeere, rot war Chili, orange war Orange. Blau war sehr bitter, hellblau war salzig und violett war Blaubeere. Schwarz war schwarzer Pfeffer, beige Nussmus, grau Papier und grün schmeckte nach Kotze. Damit war klar, dass ich von da an kein grünes Essen mehr esse. Aber so traurig war ich darüber nicht. Eine Farbe war noch übrig, die braune. Ich zögerte sie zu versuchen, aber ich musste es herausfinden. Zu meiner Erleichterung hatte sie den Geschmack von Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, aber es hätte schlimmer sein können. Ich wusste, dass ich zum Arzt gehen sollte, aber ich wollte noch eine Weile mit dieser Superkraft leben. So etwas passiert einem schließlich nicht jeden Tag, oder? Ich beschloss, am nächsten Tag zum Arzt zu gehen und vorher wollte ich lernen, wie ich diese Fähigkeit nutzen kann. Ich musste vermeiden, schwarzes, graues, blaues und grünes in meinen Mund zu nehmen. Nicht nur das Essen, sondern auch Geschirr und Besteck. Und ich musste herausfinden, welches Essen ich noch essen kann, denn ich mochte keine Erdbeeren, die nach Chili schmecken. Ich ging in den Laden, um ein paar durchsichtige Schalen zu kaufen. Währenddessen dachte ich über mein Menü für heute nach. Orangensaft funktionierte. Erdbeer, Vanille und Zitronenjoghurt auch. Ich könnte einen Obstsalat mit Mango, Himbeeren, Trauben, Bananen und Joghurt machen. Das war alles, was mir einfiel. Als ich so nachdachte, biss ich mir auf die Lippe und fand heraus, dass sie nach Erdbeer schmeckte. Im Laden fand ich ziemlich schnell eine durchsichtige Schüssel, aber Löffel und Gabel waren ein Problem. Ich glaube, ich ging in jeden Laden in der Stadt, bis ich sie endlich fand. Als ich wieder zu Hause war, habe ich alle Früchte geschnitten und einen Obstsalat gemacht. An diesem Morgen hatte ich nicht viel gegessen, wie du weißt. Ehrlich gesagt, das war der beste Salat. Und ich hatte etwas Geld gespart, weil ich keine Beeren, Orangen und Zitronen kaufen musste, aber trotzdem den Geschmack hatte. Während ich mein Essen genoss, klingelte das Telefon. Es war meine Oma und sie lud mich am Abend zum Essen ein. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass ich nicht konnte, aber sie wollte nichts davon hören. Großmütter, du weißt, es ist unmöglich, ihre Essenseinladung abzulehnen. Sie sagte, dass sie keine Ausreden zulässt und dass ich um 6 bei ihr zu Hause sein soll. Das bedeutete, dass ich nicht bis morgen warten konnte. Ich musste sofort zum Arzt und diese Superkraft loswerden, bevor meine Oma mich zwang, Kotze zu essen und schwarzen Pfeffertee zu trinken. Ich schaute auf die Uhr. Ich hatte nur noch 20 Minuten, bevor mein Arzt Feierabend machte und die Praxis war mehrere Blocks entfernt. Ich aß meinen Salat auf und rannte aus der Wohnung. 5 Minuten vor Sprechstundenende kam ich an und fragte, ob ich noch zum Arzt rein könne, weil ich einen Notfall hatte. Zu meiner Erleichterung stimmte er zu. Als ich ihm erzählte, dass ich Farben schmecken kann, sah er mich verwirrt an. Ich glaube, er dachte, dass ich ihn veralbern will oder so. Dann erzählte ich ihm die ganze Geschichte über das Spiegelei zum Frühstück und wie ich alle Marker gekostet habe. Dass Violett nach Blaubeere schmeckt und Grün nicht nach Apfel, wie er vermutet hatte. Dass ich Stunden damit verbracht hatte, durchsichtiges Besteck zu finden. Um ehrlich zu sein, in meinem Kopf klang meine Geschichte schlüssiger und ergab mehr Sinn. Mein Arzt saß ruhig da und beäugte mich misstrauisch. Er maß meine Temperatur, meinen Blutdruck und schaute in meinen Mund. Also, du hast Marker gegessen, lächelte er. Ups, ich schätze, meine Zunge hatte die Farbe eines Regenbogens. Nun, das klingt wirklich nicht normal für einen Erwachsenen. Der Arzt hatte mir offensichtlich nicht geglaubt. Er entließ mich einfach und empfahl mir, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Also, das war's dann wohl. Und ich musste zu Oma gehen. Leider gab es keine Möglichkeit, dass sie mich mit Erdbeerjoghurt zum Abendessen füttern würde.
Ich ging nach Hause, um mein neues Besteck zu holen, damit ich wenigstens kein Papier schmecken musste, was passieren würde, wenn ich mit der grauen Metallgabel meiner Oma essen würde. Ich hatte noch ein paar Stunden Zeit, also googelte ich ein bisschen. Leider fand ich keine Lösung oder was meinen Zustand erklären könnte. Ich dachte, dass ich es vielleicht abwaschen könnte, also trank ich 4 Liter Wasser. Aber das hatte nicht geholfen. Ich steckte mein Besteck ein und machte mich auf den Weg zu meiner Oma und fühlte mich dem Untergang geweiht. Sie freute sich, mich zu sehen und verkündete, dass sie meine Lieblings-Brokkoli-Pfannkuchen für mich hatte. Ja, gestern liebte ich Brokkoli, aber heute definitiv nicht mehr. Ich sagte ihr, dass ich keinen Hunger habe und nur etwas Orangensaft trinken möchte. Aber natürlich wollte sie das nicht hören. Sie gab mir einen Teller mit 5 Pfannkuchen und eine Tasse schwarzen Tee. Plötzlich hatte ich eine Idee, wie ich wenigstens den Pfeffergeschmack loswerden konnte. Wenn ich ein Stück Zitrone in den Tee gebe, wird er braun. Ein Tee mit Kaffeegeschmack ist besser als ein Pfeffertee. Ich hatte Glück, meine Oma hatte Zitrone. Also war das Problem mit dem Tee gelöst. Aber das Schlimmste waren die Pfannkuchen und meine Oma schaute mich so freudig an. Ich musste essen. Ich bemühte mich sehr, meinen Gesichtsausdruck zu kontrollieren und sehr glücklich auszusehen, so als ob ich das beste Essen auf dem Planeten essen würde. Obwohl es die schrecklichste Mahlzeit meines Lebens war. Und ja, ich habe eine Menge von meinem Kaffeetee getrunken. Naja, 3 Tassen. Aber als ich fertig war und mich bei meiner Oma bedankte, war sie so glücklich, dass ich wusste, dass es sich gelohnt hatte, Kotz zu essen. Es stellte sich heraus, dass meine Oma auch Vanillejoghurt hatte, den ich sofort aß, um den Geschmack loszuwerden, den ich nach den Pfannkuchen im Mund hatte. Auf dem Heimweg biss ich mir auf meine Erdbeerlippe und dachte, ich brauche einen Plan, wie ich diese Fähigkeit wieder loswerde. Aber mir fiel nichts ein. Als ich nach Hause kam, ging ich einfach schlafen, obwohl es erst 21 Uhr war. Ich schlief 11 Stunden. Am nächsten Morgen machte ich mir einen Obstsalat mit Joghurt. Schon wieder. Ich dachte, dass das jetzt mein Essen für den Rest meines Lebens ist. Ich aß ihn mit meiner durchsichtigen Gabel und sah eine Fernsehsendung. Aber dann merkte ich, dass ich gar keine Zitrone schmecke und auch keine Orange. Ich biss mir auf die Lippe und sie hatte keinen Geschmack mehr. Mit zitternder Hand öffnete ich den Kühlschrank und nahm eine Erdbeere. Ich aß sie und sie schmeckte köstlich, wie eine normale Erdbeere. Keine Chilischote. Alles war wieder normal, als wäre nie etwas passiert. Und ich schwöre, dass mir das passiert ist. Wirklich! Sobald die Erde halbiert ist, werden auch fast alle Lebewesen verschwinden. Nicht mal der beste Endzeitfilm kommt auch nur annähernd an die zu erwartende Apokalypse heran. Die Atmosphäre ist beschädigt, das Magnetfeld verändert sich und das Gesicht des Planeten sieht komplett anders aus. Aber der Planet wird sich erneuern und das Leben wird wie ein Phönix aus der Asche wieder auferstehen. Man bräuchte einen extrem starken Laser, um den Planeten durchzuschneiden. Ein solcher Laser muss seine Energie direkt von der Sonne beziehen. Die Waffe steigt mit einer Rakete tausende Kilometer weit über den Planeten. Sobald er sein Ziel erreicht hat, öffnet sich der Laser und entfaltet seine Solarkollektoren. Der Laser absorbiert und konzentriert die Sonnenstrahlen. Dann richtet er einen mächtigen Energiestrahl mit einem Durchmesser mehrerer Städte direkt auf die Mitte des Planeten. Ozeane, durch die der Strahl dringt, brodeln und verdampfen. Dieser Wasserdampf bildet am Himmel gigantische Gewitterwolken. Ein starker Wind treibt sie zum Festland. Heftige Regengüsse überfluten nicht nur einzelne Städte, sondern ganze Landstriche. Durch die Bewegung der tektonischen Platten bilden sich Tsunamis. Riesige Wellen brechen über die Küstenregionen herein. Die Erde ist in 2 Hälften geteilt und das ist nur der Anfang. Die Struktur der Erde oder wohl eher jeder Erdhälfte verändert sich. Überall bebt die Erde. Die schlimmsten Katastrophen treten im Bereich des Schnitts auf. Milliarden Tonnen Boden sind zerstört. Mächtige Erdrutsche reißen ganze Städte in die Tiefe. Gesteinsbrocken von mehreren Kilometern Durchmesser verabschieden sich ins Weltall. Alle Lebewesen auf diesen Brocken driften mit ab. Andere Bruchstücke landen auf den beiden Hälften des Planeten. Stell dir vor, wie ein Fels in der Größe einer ganzen Stadt vom Himmel fällt. Und es sind Hunderte oder Tausende. Diejenigen, die weit von der Schnittlinie entfernt leben, haben eine Chance zu überleben. Doch auch dort zerstören Erdbeben die Häuser. Auch der Mond beginnt, Teile von sich selbst zu verlieren.
Diese Bruchstücke stürzen wie Meteoritenschauer unter mächtigen Explosionen auf die beiden Erdhälften. Sie stecken die Erde in Brand. Der Himmel ist mit Asche gefüllt und bis sie sich legt, ist die Sonne nicht zu sehen. Die beiden Teile des Planeten driften auseinander. Das rotglühende Herz der Erde befindet sich genau im Zentrum zwischen ihnen. Der Erdkern besteht aus geschmolzenen Metallen und jede Hälfte des Kerns strahlt eine vergleichbare Menge Energie wie einen Stern ab. Zwischen den zwei Hälften des Planeten entwickelt sich eine derart heiße Schicht, dass dort nichts überleben kann. Jedes Teil, das in diesen Spalt fällt, verglüht augenblicklich zu Asche. Da auch der Kern viel schwerer als der Rest ist, ist auch die Schwerkraft deutlich höher. Der Kern saugt alles, was sich ihm nähert, ein. Du kannst nicht von einer Hälfte zur anderen reisen. Die Gravitation des Kerns würde jedes Raumschiff schlucken. Die Hälften der Erde sind ab sofort auf sich allein gestellt. Wie wir wissen, erzeugt der sich drehende Kern unseres Planeten ein Magnetfeld, welches uns vor der Sonne und dem Weltraum beschützt. Wenn dieses Schutzschild beschädigt wird, durchdringt solare und kosmische Strahlung die Atmosphäre. Da der Kern ebenfalls halbiert wurde, wird das Magnetfeld der Erde instabil. Auf beiden Hälften der Erde kommt es zu Stromausfällen. Mikrowellen, Fernseher, Wasserkocher, Ampeln, Computer, alles geht kaputt. Der Bildschirm deines Laptops oder Handys geht an und aus, das Video hakt und der Akku entlädt und lädt sich innerhalb von Sekunden. Satelliten verabschieden sich und das GPS fällt aus. Hochfrequente Funkwellen für die Kommunikation funktionieren nicht mehr. Telefonieren und Nachrichten schreiben hat sich also auch erledigt. Wenn alle Kraftwerke aufgrund von Erdbeben im Boden versinken oder geflutet werden, gibt es überhaupt keinen Strom mehr. Manche Menschen reagieren sensibel auf Sonnenstürme und leiden unter starken Kopfschmerzen. Ist das Magnetfeld beschädigt, leiden die überlebenden Menschen und Tiere an unerträglicher Migräne. Die Wissenschaft muss spezielle Helme entwickeln, um die Menschen vor der Sonne zu schützen. Zum vollständigen Schutz müssen wir unter der Erde leben. Kompassnadeln weisen nicht mehr nach Norden. Sie drehen sich einfach hin und her. Die Vögel werden verrückt. Sie wissen nicht, wohin sie im Winter fliegen sollen, da Süden nicht mehr existiert. Alle Tiere hören auf zu migrieren. Flugzeuge können nicht mehr navigieren. Pflanzen und Blumen wachsen aufgrund der erhöhten Sonnenstrahlung nicht mehr. Die Tiere in den Ställen hungern. Die Qualität der Produkte verkommt. Hungersnöte suchen uns heim. Auf beiden Hälften der Erde geht es ums nackte Überleben. Mancherorts nahe dem Schnitt ist die Erdatmosphäre komplett zerstört. Die Bedingungen ähneln denen im Weltraum. Es gibt weder Luft noch Wärme. Diese Bereiche kann man nur mit einem Raumanzug betreten. Nur leider kann man weder springen noch fliegen, da die Schwerkraft ja noch existiert. Abgesehen davon ist die Schwerkraft die Rettung des Planeten. Aufgrund der Gravitation driften die beiden Hälften der Erde nicht weiter auseinander. Stattdessen rotieren sie umeinander und ziehen einander an. In etwa 100.000 Jahren werden die beiden Hälften sich wieder verbinden und die Erde wird wieder vereint und rundum erneuert sein. Der flüssige Kern fließt wieder zu einem Herzen zusammen. Die Heilung der Kruste dauert allerdings deutlich länger. Entlang des Schnitts bildet sich eine Narbe. Diese Narbe wird von Wäldern überwachsen und von Ozeanen geflutet. Doch in der Nähe der Narbe wird es immer wieder zu starken Erdbeben kommen. Zu dieser Zeit gibt es vermutlich kein Leben mehr. Die Zustände auf unserem Planeten entsprechen denen von vor 4,5 Milliarden Jahren. Meere und Ozeane brodeln, überall zucken Blitze, die tektonischen Platten verändern ihre Form und aus Vulkanen schießen Lavaströme. Die Erde sieht wie ein wüster Schmelztiegel aus, in dem sich langsam das Leben formt. Da die Erde kleiner als zuvor, der Kern jedoch unverändert ist, ist die Schwerkraft höher. Ein normalsterblicher Mensch hätte es schwer, an Land zu laufen. Er wiegt viel mehr. Unter diesen Bedingungen entstehen neue, noch nie zuvor gesehene Lebensformen. Heute sind die Atmosphäre und die Ozeane verschmutzt, die Bevölkerung wächst stetig und Gletscher schmelzen. Die Zukunft unseres Planeten sieht finster aus.
In 1000 Jahren wird die Menschheit Weltraumreisen im Griff haben und wir werden uns vielleicht eine neue Heimat suchen. Wir halten Ausschau nach anderen erdähnlichen Planeten und vielleicht werden wir fündig. Doch nichts wird je wie unser erstes Zuhause sein. Wir wollen es lieber heilen sehen. Vielleicht kommt uns die Idee, den Planeten in 2 Hälften zu teilen, um auf einer Seite zu leben. Nach 100.000 Jahren können wir zurückkommen und auf einer neuen, gesunden Erde leben. Was wäre, wenn wir andere Planeten teilten? Da sie kein Magnetfeld haben, würden sie nicht so stark leiden. Venus und Mars zum Beispiel haben keine Meere, Ozeane oder Seen. Manche Wissenschaftlerinnen glauben, sie wären trocken, weil ihr Magnetfeld verschwunden ist. Das führte zur Zerstörung der Atmosphären dieser Planeten. Die Sonnenwinde wehten über ihre Oberflächen, sodass sie komplett verdorrten. Die Erdatmosphäre reflektiert diese Winde und wir sind hier zum Glück sicher. Auf anderen Planeten käme es nicht zu so mächtigen Katastrophen. Es gäbe lediglich Erdbeben. Wie bei der Erde rotierten die beiden Teile einfach, bis sie sich wieder vereinten. Oh Mann, du findest dich in eigenartigen Ruinen irgendeiner antiken Stadt wieder. Du bist das einzige Mitglied der Expedition, das es bis hierhin geschafft hat. Du schleichst dich durch ein dunkles Labyrinth, als du plötzlich eine Falle auslöst. Oh, das hört sich nicht gut an. Plötzlich rollt ein riesiger Felsen auf dich zu. Du rennst so schnell du kannst, stolperst noch über Geröll. Ein letzter Sprung und... Puh, das war knapp. Dieser Raum sieht aus wie eine Schatzkammer. Überall sind Goldmünzen und Edelsteine verteilt. Du kriegst deine Kinnlade nicht mehr zu. Das ist genug Geld, um bis zum Ende deines Lebens im Luxus zu schwimmen. Aber nicht das glänzende Gold interessiert dich. Dort drüben in den Trümmern liegt eine alte Lampe. Als du sie aufhebst, fängt sie an zu rütteln und ein mächtiger Genie erscheint aus der Lampe. Du hast einen Wunsch frei. Ja, nur einen. Ist halt ein fauler Genie. Kein Problem, du wünschst dir so viel Geld, dass du es niemals ganz ausgeben kannst. Der Genie klatscht seine Hände und verschwindet. Ding! Das war dein Telefon. Dein Kontostand beträgt nun 1000. Ey, die Zahl passt nicht mal ins Bild. Du gehst zurück an die Oberfläche und holst dein Handy raus. Jetzt willst du wissen, wer der reichste Mensch der Erde ist. Ah, da bist du ja, ganz oben auf der Liste. Und wieder passt die Zahl nicht ins Bild. Zeit nach Hause zu gehen und Geld auszugeben. Als erstes willst du dir ein Flugticket besorgen. Extra Beinfreiheit? Nee, zu billig. Erste Klasse? Auch. Wie wär's mit einem eigenen Flugzeug? So eins, das ein arabischer Prinz besitzen würde. Du entscheidest dich für einen Airbus 380, der zu einem Privatjet umfunktioniert wurde. Es gibt eine Wendeltreppe, einen Fahrstuhl, 4 VIP-Räume, einen Konzertraum, ein Dampfbad und sogar ein Parkhaus. Du drückst auf Bezahlen und schon steht dein Flugzeug auf dem Landeplatz für dich bereit. Du wirfst einen Blick auf dein Konto. Die Zahl hat sich kaum verändert. Der Genie hat dich also nicht über den Tisch gezogen. Als du nach Hause fliegst, überlegst du dir, wofür du als nächstes Geld ausgibst. Für ein Haus? Du denkst noch eine Weile drüber nach. Du bist in deinem Heimatland angekommen und musst jetzt nach Hause gelangen. Bus oder Taxi sind ausgeschlossen. Du läufst stattdessen zu einem soeben erworbenen Bugatti. Der ist besonders und kostet 18,6 Millionen Dollar. Deine winzige Wohnung reicht dir auch nicht mehr aus. Du brauchst etwas Größeres. Einen Wolkenkratzer. Der teuerste Wolkenkratzer der Welt war bisher der Abraj Al-Bait in Saudi-Arabien mit Baukosten von 16 Milliarden Dollar. Doch du investierst satte 20 Milliarden, um den Rekord zu brechen. Der Bau beginnt, aber du musst trotzdem noch irgendwo unterkommen. Du kaufst dir ein Penthouse in der 172 Madison Avenue in New York City für 100 Millionen Dollar. Du hast bereits 17 Milliarden ausgegeben, aber irgendwie tut sich noch immer nichts auf deinem Konto. Dir ist langweilig, deshalb sorgst du für ein bisschen Unterhaltung und kaufst dir die kostspieligsten Dinge der Welt. Eine Uhr mit den seltensten Diamanten, die es gibt, für 55 Millionen Dollar. Katsching! Noch ein Auto, dieses Mal ein Oldschool-Ferrari im Wert von 70 Millionen. Er gehört dir. Ein Baseball-Ticket, das mehr als 3 Millionen Dollar kostet?
Okay, warum nicht? Ein 450 Millionen Dollar schweres Gemälde von Leonardo DiCaprio, ich meine Leonardo da Vinci, kommt auch in deinen Korb. Wow, shoppen ist echt anstrengend. Zeit zu entspannen. Heißt auf einer privaten Insel. 610 Millionen Dollar kostet eine Insel in Hawaii. Sie ist so groß wie eine Großstadt und jetzt gehört sie dir. Du fliegst selbstverständlich nicht mit deinem alten Flugzeug dahin. Nee, du kaufst dir ein neues. Eine Boeing 747. Und zwar das Modell, das Präsidenten nutzen, wenn sie irgendwo hinfliegen. 660 Millionen. Ein Flugzeug ganz für dich alleine. Na gut, in der Luxusmaschine wirst du natürlich von einer ganzen Teambesatzung betreut. Du fühlst dich wie der wichtigste Mensch auf Erden. Du stellst dir schon vor, wie du um deine eigene Insel segelst. Na eben, wie konntest du das vergessen? Eine Yacht, die teuerste der Welt, ist mit Gold überzogen und in ihrer Schlafkabine gibt es echte T-Rex-Knochen. Für die Produktion hat es 3 Jahre und 10 Tonnen reinen Golds gebraucht. Und du kaufst dir die Yacht für läppische 5 Milliarden Dollar. Die Insel sieht so verlassen aus. Hier gibt's gar nichts außer goldene Strände und saftiges Grün. Aber du bist doch der reichste Mensch der Welt. Du baust dir also einen Palast. Klick! Ein 3 Milliarden Dollar schwerer Buckingham Palace erscheint auf deiner Insel. Achso, und eine noch für die Gäste bitte. Jetzt segelst du also mit deiner eigenen Yacht um die Insel. Dein Gesicht strahlt aber keine Freude aus. Die Unterhaltung für die Reichen kommt einfach zu kurz. Du schaust in den Himmel und denkst daran, zu den Sternen zu reisen. Und da bist du schon, an der Startrampe neben der Rakete, die dich bald ins Weltall bringt. Dafür hast du 52 Millionen Dollar gezahlt. Doch auf der internationalen Raumstation gibt's nichts als Forschungslabore. Nicht sehr aufregend. Deshalb baust du eine neue Raumstation für 150 Millionen Dollar. Mit einem Wellnessbereich, versteht sich. Nun hast du schon mehr Geld ausgegeben als alle reichen Menschen der Welt zusammen. Und dein Bankkonto zeigt immer noch grünes Licht. Und jetzt flippst du völlig aus. Der Mars. Nochmal 2,5 Milliarden und du setzt als erster Mensch Fuß auf den Mars. Roter Sand, steile Hügel, Krater. Aber hier gibt's nichts zu tun. Nicht mal für dich, den Mann mit unbegrenztem Wohlstand. Du steigst zurück in deine Rakete und fliegst nach Hause. Oh, dein Wolkenkratzer ist bereits fertig. New York City mit deinem Häuschen im Zentrum sieht jetzt ganz anders aus. Du legst dich in dein gigantisches Schlafzimmer mit Marmorboden, antiken chinesischen Vasen und einem Springbrunnen. Mit deinem Geld kannst du dir alles holen. Aber du fühlst dich alleine. Also baust du dir einen zweiten Wolkenkratzer daneben. Der ist für deine Freunde. Und noch einen für deine Familie. Und deine geliebte Katze verdient natürlich auch ein privates Penthouse. Jetzt gibt es keinen Platz mehr. Zeit, dir deine eigene Stadt zu bauen. Du suchst dir einen Ort aus, der einst eine glühend heiße Wüste war. Weit und breit nichts als Sand. Du zahlst Billionen und lässt von Grund auf eine neue Stadt entstehen. Es gibt eine Restaurantkette, die nach dir benannt ist. Überall sind Reklametafeln, die dein Gesicht abbilden. Und die riesige Statue auf dem größten Gebäude sieht aus wie du. Die Stadt ist so gut wie leer. Aber du fährst mit einem Rennboliden durch die Straßen, begleitet von deinem ganz eigenen Sicherheitspersonal. Zum Abendessen gönnst du dir den teuersten Fisch der Welt, den Blauflossen-Thunfisch, für 3 Millionen Dollar. Und dann hast du die Idee. Es sollte einen Film über dich geben. Der aufwendigste Film, der je gemacht wurde, kostete 400 Millionen Dollar. Du ziehst 1 Milliarde aus deiner Tasche, um die besten Schauspieler und Schauspielerinnen der Welt zu engagieren. Doch als der Film fertig ist, bist du der einzige Zuschauer. Das liegt vielleicht an deinem privaten Kino. Als der Streifen zu Ende ist, beschmeißt du die Leinwand mit Popcorn. Den Film fandest du öde. Du läufst einen langen Korridor mit den teuersten Gemälden der Welt entlang. Daneben sind die seltensten archäologischen Funde zu bewundern und... Ist das noch ein Springbrunnen? Dir geht's trotzdem nicht gut. Du hast Billionen von Dollar ausgegeben, doch du bist kein Stück glücklicher geworden. Du entscheidest dich zurückzukehren, dahin, wo alles begann. Mit einer Fackel in der Hand gehst du zurück zu den alten Ruinen. Da ist sie, die Schatzkammer. Die Lampe liegt immer noch da, wo du sie abgelegt hast. Als du sie aufhebst, erscheint der Genie.
Er lacht dich aus, weil du auf ihn reingefallen bist. Er schenkte dir unendlich viel Geld, damit du wahnsinnig vor Gier werden würdest. Doch du ziehst dein Handy raus und drückst auf den Alles-Spenden-Knopf. In diesem Moment fließt dein ganzes Geld in alle möglichen Wohltätigkeitsverbände auf der ganzen Welt. Jetzt hat die Wissenschaft mehr Geld, um an Medikamenten zu arbeiten, die Umweltforschung mehr Mittel, um den Planeten zu retten. Und jede einzelne Person auf der Welt hat genug zu essen. Der Genie wird sauer, weil du es ihm heimgezahlt hast. Er will dich mit einem Blitz treffen, doch du schnappst dir die Lampe und lässt den Genie für immer verschwinden. Als du nach Hause kommst und den Fernseher anmachst, siehst du dein Gesicht auf jedem Kanal. Du wirst als Held bezeichnet, als Retter der Nationen. Du bekommst tausende Dankesbriefe von Leuten, die du glücklich gemacht hast. Du kommst aus dem Lächeln nicht mehr raus. Letztendlich macht es viel glücklicher, anderen Menschen Gutes zu tun. Ah, was für ein wundervoller Tag, nicht wahr? Aber nur bis es Bumm macht. Die Schwerkraft verschwindet für nur eine einzige Sekunde. Schauen wir uns die möglichen Folgen im kleinsten bis zum größten Rahmen an. Wir beginnen mit dir. Ja, du hast richtig gehört. Wenn die Schwerkraft nur eine Sekunde lang verschwindet, gibt es dich vermutlich nicht mehr. Das Ding ist nämlich, dass Gravitation dich nicht nur am Boden hält, sie hält auch all die Moleküle in deinem Körper zusammen. Verabschiedet sich diese Kraft auch nur für eine Sekunde, fällst du einfach auseinander. Falls nicht, schwebst du über dem Boden. Allerdings nicht sehr hoch, da eine Sekunde nicht ausreicht, um weit davon zu fliegen. Setzt die Schwerkraft nun für dich aus, hebst du ein paar Zentimeter ab und sinkst ohne weitere Folgen wieder zu Boden. Deine Gedanken werden sich jedoch eher um den Sauerstoff in deinen Lungen drehen. Denn ohne Schwerkraft zirkuliert auch dein Blut nicht mehr. Wenn deine Umgebung von dem Ausfall ebenfalls betroffen ist, kannst du froh sein, wenn du nicht zu Hause bist, denn alles um dich herum wird ebenfalls abheben. Nach einer Sekunde werden dein Besteck, dein Bett, dein Schrank und so weiter wieder runterkrachen. Zum Glück werden Bäume und Häuser stehen bleiben, da sie fest im Boden verankert sind. Der Anblick wird trotzdem nicht schön sein und du musst das Chaos auch noch aufräumen. Mist. Ach so, und du weißt ja bestimmt, dass unser Planet rotiert und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durchs All jagt. Es wäre also möglich, dass bei einem kurzfristigen Aussetzen der Gravitation alles auf der Oberfläche in Schwung kommt und mit ein paar hundert Stundenkilometer horizontal durch die Gegend fliegt. Das wird ein noch heftigeres Chaos, allerdings nur, wenn alles seine Masse behält. Sollte das nicht der Fall sein, ist das alles kein Problem. Vermutlich. Richtig kritisch wird es aber erst, wenn die Gravitation für den gesamten Planeten ausfällt. Die Schwerkraft wirkt dem Druck im Inneren der Erde entgegen und wenn der Druck von außen verschwindet, hält nichts und niemand die geschmolzenen Innereien der Erde davon ab, an die Oberfläche zu drängen. Es käme global zu einem mordsmäßigen Erdbeben und die tektonischen Platten würden abheben. Alle Vulkane der Erde brechen aufgrund des inneren Drucks aus. Eine solche Mega-Eruption würde das Leben auf der Erde bis auf ganz hart gesottene Lebewesen wie Bärtierchen auslöschen. Die Aschewolke würde den kompletten Planeten umspannen. Aufgrund des Treibhauseffekts würden die Temperaturen zunächst steigen, doch dann würde wegen der blockierten Sonne eine neue Eiszeit anbrechen. Herzerwärmend, oder? All das würde geschehen, auch wenn die Gravitation nur eine Sekunde aussetzt. Da so mächtige Kräfte nicht mehr gestoppt werden können, sind sie einmal freigesetzt. Über uns würde sich die Atmosphäre einfach verdünnisieren. Auch die Luft, die wir atmen, wird durch Schwerkraft gehalten. Und wenn sie sich verabschiedet, haben wir nichts mehr, womit wir unsere Lungen füllen könnten. Kommt die Gravitation nach einer Sekunde zurück, findet sich vielleicht auch die Atmosphäre gleich wieder ein, aber der entstandene Schaden wäre verheerend und es dauerte verdammt lange, um die ursprüngliche Zusammensetzung wiederherzustellen. Im Weltall würde es währenddessen noch schlimmer zugehen. Soweit wir wissen, wird auch das Universum samt allen Planeten, Sternen, Galaxien und galaktischen Clustern durch Gravitation zusammengehalten. Im kosmischen Maßstab ist unser Planet nichts weiter als ein Staubkorn, das so gut wie nichts wiegt. Im Vergleich dazu ist unsere Sonne riesig. Sie ist 109 Mal größer und über 300.000 Mal schwerer als die Erde. Daher ist ihre Gravitation auch in der Lage, so viele Planeten in ihrer Umlaufbahn zu halten. Und nun stell dir vor, diese enorme Kraft macht auf einmal Puff.
Auch wenn es nur eine einzige Sekunde wäre, der extreme Druck innerhalb unseres Sterns würde ihn explodieren lassen und eine Hitzewelle abstrahlen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Die Sonne wird vermutlich überleben, da eine Sekunde nicht ausreicht, um den Stern zu weit aufzublasen. Über Merkur, Venus, Erde und vermutlich auch Mars kann man das allerdings nicht sagen. Die Planeten, die der Sonne am nächsten sind, werden schlicht eingeäschert. Die Temperaturen auf der Venus sind schon teuflisch hoch, doch dieses Ereignis würde diese brütende Hitze bei weitem übertreffen. Zum Glück lebt da keiner. Auf der Erde dummerweise schon. Die Hitze der Sonne würde unsere Atmosphäre vertilgen und die Oberfläche flambieren. Ich fürchte, das wird nichts und niemand überleben. Schon wieder. Oh Mann. Doch das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Unsere Sonne ist einer der kleinsten Sterne im Universum. Der größte uns bekannte Stern ist 1500 Mal größer und sehr viel massereicher. Wenn so ein Gigant eine Sekunde lang seine Schwerkraft verliert, wird einfach alles im Umkreis von Millionen Kilometern pulverisiert, inklusive anderer kleinerer Sterne. Doch die Objekte mit der höchsten Masse und somit meisten Gravitation sind Neutronensterne und schwarze Löcher. Beide sind im Vergleich zu ihrer Masse extrem klein, so wie ich. Doch der Druck in ihrem Inneren ist so mächtig, dass ein Aussetzen der Schwerkraft für auch nur einen Bruchteil einer Sekunde zu einer monstermäßigen Explosion führen würde. Und dann sogar eine ganze Sekunde lang. Allerdings weiß keiner, wie genau so ein schwarzes Loch funktioniert. Es wäre also auch möglich, dass mit ihm etwas ganz anderes passiert. Oder überhaupt nichts. Begeben wir uns nun auf die höchste Ebene, das Universum. Wenn die Gravitation beschließt, eine einsekündige Pause einzulegen, wird überraschenderweise kaum etwas passieren. Die Planeten bleiben im Großen und Ganzen auf ihren Umlaufbahnen und Galaxien oder galaktische Cluster würden völlig unberührt bleiben. Die größten Veränderungen würden nur lokal eintreten, weil, wie bereits erwähnt, Sterne explodieren und benachbarte Himmelskörper in Mitleidenschaft ziehen würden. Wenn ein Stern zum Beispiel groß genug wäre, um eine Energiewelle direkt auf unser Sonnensystem abzufeuern, könnten Asteroiden aus der Oortschen Wolke zu uns geschleudert werden. Solche Brocken fallen regelmäßig auf den Mond und auch auf die Erde, aber diese sind eher klein. Eine Sternenexplosion würde uns weitaus größere Brocken vorbeischicken, die ungleich gefährlicher werden könnten. Wir werden zwar durch andere Planeten beschützt, aber das Risiko einer Kollision wäre deutlich höher. Aber wen juckt das noch? Wir wären doch sowieso längst gegrillt. Natürlich ist das alles reine Spekulation. Niemand weiß wirklich, was passieren würde, wenn die Gravitation eine Sekunde lang aussetzte. Wir wissen aber, dass es dazu nicht kommen kann, ohne dass gleich mehrere Gesetze der Physik auf einmal ausgehebelt würden. Wissenschaftler sind sich hinreichend sicher, dass ein solches Ereignis absolut unmöglich ist. Dafür müsste nämlich alles im Universum seine Masse verlieren, weil die Masse der Ursprung der Gravitation ist. Ja, auch du übst sie aus. Nur ist sie so klein, dass du sie nicht spüren kannst. Wenn du aber ein paar Millionen Mal so viel wiegen würdest, wärst du vielleicht das Zentrum der Aufmerksamkeit. Also ich würde diese Chance nutzen. Oh Mann, noch 5 Minuten. Der wichtigste Moment deiner Karriere steht bevor. Du schwitzt wie Sau in deinem Smoking, aber es ist zu spät, das jetzt noch zu ändern. Du bist auf einer internationalen Technologiekonferenz zusammen mit den berühmtesten Wissenschaftlern, Ingenieuren, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und einer ganzen Reihe anderer wichtiger Leute. Entwicklerteams künstliche Intelligenz haben eine Entdeckung gemacht, die die Welt für immer verändern könnte. Und in 4 Minuten wird es eine öffentliche Demonstration dieser weltverändernden Entdeckung geben. Und du bist hier als Übersetzer. Du musst das ganze wissenschaftliche Zeug in mehrere Sprachen übersetzen. Dein Leben lang hast du es geliebt, Sprachen zu lernen. Zuerst waren es ausländische Filme und Fernsehserien mit Untertiteln, Bücher, Comics. Dann hast du angefangen, intensiver zu lernen. Deine Eltern haben dich in die ganze Welt mitgenommen und du konntest verschiedene Kulturen der Welt entdecken. Und als du herausgefunden hast, dass es etwa 7000 Sprachen gibt, hast du beschlossen, dein Leben den Sprachen zu widmen. Also, einigen davon. Renommierte Universitäten, Postgraduate-Studien, das Leben in verschiedenen Ländern, das Studium der Geschichte der alten Sprachen, all das hat dich zum besten Übersetzer und Sprachenexperten der Welt gemacht. Trotzdem bist du jetzt ein bisschen nervös, denn du musst die Konferenz in 7 verschiedene Sprachen übersetzen. Die Veranstaltung beginnt.
Menschen aus der Wissenschaft beginnen über die Entwicklung der KI zu sprechen. Nein, sie wird nicht den Planeten erobern. Ganz im Gegenteil, sie wird das Leben der Menschen vereinfachen. Du hast aus irgendeinem Grund ein ungutes Gefühl dabei. Der Hauptentwickler verkündet die große Neuigkeit. Es wurde eine neue Sprache geschaffen, die die ganze Welt nutzen kann. Die Sprache ist einfach zu erlernen. Der KI-Übersetzungsalgorithmus macht es einfach, sich Wörter und Grammatik zu merken. Im Grunde wird es dann keine Kommunikationsprobleme mehr geben. Um das Erlernen dieser Sprache noch einfacher zu machen, haben wissenschaftliche Teams eine App entwickelt, die jede Art von Sprache in die neue Sprache übersetzen kann. Kontext, Bedeutung, Sarkasmus, Ironie, das alles kann nun in UCL, Universal Common Language, übersetzt werden. Die Weltbevölkerung wird vereinter denn je zuvor. Das ist der Moment, in dem du merkst, dass der größte Moment deiner Karriere auch der Beginn ihres Endes ist. Wer braucht schon einen Übersetzer, wenn alle die gleiche Sprache sprechen? Oh Mann. In den nächsten 20 Jahren geht die Weltbevölkerung dazu über, nur noch die gemeinsame Sprache zu sprechen. Jedes Gadget hat die UCL-App. Die Sprache wird in Schulen und Instituten gelernt. Große Firmen und Konzerne führen verpflichtende Sprachkurse für ihre Mitarbeiter ein. KI übersetzt täglich tausende Bücher in UCL. In Film und Fernsehen treten nur noch Schauspieler auf, die UCL sprechen. Und auch nur diese werden ausgezeichnet. Menschen, die vorher Schwierigkeiten hatten, eine Fremdsprache zu lernen, haben mit UCL keine Probleme mehr. Der Lernprozess ist einfach und macht Spaß. Außerdem ist diese Sprache die Voraussetzung für buchstäblich alles. Länder beginnen ihre Visa-Programme zu streichen, Grenzen verschwinden. Überall auf der Welt nimmt die Zahl der Konflikte ab, weil Menschen sich jetzt besser verständigen können. Betriebssysteme, Videospiele, technische Artikel, Lieder, Witze, wissenschaftlicher Kram, du weißt schon, alles wird in der neuen Weltsprache erstellt. Du kannst jeden auf dem gegenüberliegenden Kontinent anrufen, um etwas zu erzählen und interessante Geschichten von dort zu hören. Bei einer Weltreise brauchst du keine Angst mehr zu haben, dass du aus Versehen 17 Eichhörnchen zum Frühstück bestellst, weil du ein kleines Wort verwechselt hast. Filmfirmen müssen keine Filme mehr synchronisieren. Und es gibt keine Untertitel mehr. Wow! Die Welt ist offener geworden. Die Preise für Flugtickets sind stark gesunken. Und der Tourismus und das Studieren und Arbeiten im Ausland boomt. Jedes Jahr verzichten mehr und mehr Menschen auf ihre Staatsbürgerschaft und erkennen sich als Weltbürger an. Die Wissenschaft entwickelt sich schneller als je zuvor, weil wissenschaftliche Fachkräfte aus der ganzen Welt endlich zusammenarbeiten können. Und Fremdsprachen lernen gehört der Vergangenheit an. Okay, es scheint, als wäre die Welt ein besserer Ort geworden. Aber UCL hat auch eine dunkle Seite. Menschen aus den Bereichen Übersetzung und Sprachwissenschaft verlieren ihre Jobs. Sprachschulen gehen überall pleite. Auch alle Synchronsprecher verlieren ihre Jobs. Du und viele andere Menschen sind gegen diese neue Sprache. Du machst dich daran, zu beweisen, dass UCL früher oder später in einer Katastrophe enden wird. Während die ganze Welt in der neuen Sprache kommuniziert, beenden Forschende ihre ersten länderübergreifenden Studien über den menschlichen Geist. Die Anzahl der neuronalen Verbindungen, also die Gedanken und biologischen Prozesse im Gehirn, haben abgenommen. Wissenschaftliche Teams untersuchten hunderttausende Menschen aus drei Gruppen. Mehrsprachige Sprecher, einsprachige Sprecher und solche, die in der neuen Welt geboren wurden und nur UCL sprechen. Diese Studien zeigen, dass das menschliche Gehirn nicht mehr so funktioniert wie früher. Früher haben die Menschen versucht, fremde Sprachen zu verstehen, sie zu sprechen und zu übersetzen, um ihren Verstand zu trainieren. Jetzt haben die Teile des Gehirns, die eigentlich dafür verantwortlich sind, nichts mehr zu tun. Selbst wenn du nie eine Fremdsprache gelernt hast, hast du früher Wörter gesehen und gehört, die du nicht verstanden hast. Aber dein Gehirn hat zumindest versucht, die Informationen zu verarbeiten. Jetzt aber kann sich dein Gehirn zurücklehnen. Manche sagen, wenn es keine anderen Sprachen gibt, was macht es dann für einen Unterschied? Ein entspanntes Gehirn ist doch gut. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das menschliche Gehirn hat verlernt, Informationen zu analysieren, sich zu erinnern und clevere Auswege aus schwierigen Situationen zu finden. Es ist schwer für die Menschen, sich neues Wissen anzueignen. Ihr Wortschatz wird immer kleiner und kleiner. Manchmal können Menschen nicht mal mehr sagen, was ihnen durch den Kopf geht. Und der durchschnittliche IQ sinkt. Die Sprachen der Vergangenheit zu lernen, wird fast unmöglich. Manche machen sich Sorgen um die Zukunft. Die Menschen könnten nämlich ihre Geschichte vergessen.
Veränderungen im menschlichen Gehirn sind eine Sache, aber unsere Geschichte zu vergessen, kann wirklich gefährlich werden. Jede Sprache ist mit ihrer Geografie und Geschichte verbunden. Aber am wichtigsten ist, dass die Sprache kulturelle Vielfalt in dein tägliches Leben bringt. Zum Beispiel gibt es viel mehr Wörter, um Kälte in kalten Ländern zu beschreiben oder Grüntöne in den Tropen. Du verstehst schon. Mit UCL verschwinden diese kleinen Dinge, die Kulturen so vielfältig machen. Die meisten Menschen mögen jetzt die gleiche Musik, schauen die gleichen Filme. Die Menschen beginnen das Interesse an allem zu verlieren. Stell dir vor, du hast 6 Monate lang Geld gespart, um auf die andere Seite der Welt zu fliegen. Du kommst dort an und jeder redet und verhält sich genauso wie deine Nachbarn zu Hause. Sie schauen sogar die gleichen Sendungen und folgen auch den gleichen Influencern. Du wirst nie mehr anhand des Akzents feststellen können, wo eine Person aufgewachsen ist. Die Menschen sprechen mit der gleichen Intonation, verwenden die gleiche Satzstruktur und die gleichen Wörter. Die Kommunikation wird langweilig. Um deine Gefühle besser auszudrücken, benutzt du mehr Mimik und Gestik. 2 Menschen, die sich streiten, sehen eher aus wie 2 Verrückte. Bebend, schwankend, wedelnd. Aber das Schlimmste ist, dass die Menschen ihren Sinn für Humor verloren haben. Weil es weniger Vokabeln gibt, gibt es weniger Gedanken. Es wird schwer zu denken, geschweige denn zu reden. Träume werden super langweilig und Gedichte und Songtexte klingen alle gleich. Ja, das Leben ist viel einfacher geworden. Aber was soll's? Wir verstehen uns jetzt alle besser. Aber dabei haben wir vergessen, wie spannend es sein kann, etwas Neues zu lernen. KI versucht immer wieder, UCL zu vereinfachen und jedes Jahr wird sie einfacher und einfacher. Menschen aus der Wissenschaft haben herausgefunden, dass bei diesem Tempo die Leute in ein paar Jahrzehnten nur noch mit Geräuschen kommunizieren werden. Niemand wird in der Lage sein, seine Gedanken klar auszudrücken oder seine Handlungen zu erklären. Das globale Verständnis, das jeder hat, wird sich bald in ein episches Missverständnis verwandeln. Die Leute werden einfach vergessen, wie sie ihre Gedanken kommunizieren können. Du hast eine harte Zeit hinter dir, seit du deinen Job als Übersetzer verloren hast. Aber du hast jeden Moment genutzt, um zu beweisen, dass Sprachen notwendig sind. Dabei haben dir auch deine Übersetzerkollegenschaft und Personen mit Professuren geholfen. Die Leute werden nie aufhören, UCL zu benutzen. Aber das Interesse am Erlernen alter Sprachen kommt wieder auf. Eine alte Sprache lernen wird zum neuen heißen Trend und es öffnen mehr Sprachschulen als je zuvor. Es gibt nur wenige Menschen auf der Erde, die noch mehrere alte Sprachen sprechen. Du, deine Kollegen und Kolleginnen werden reich. Sprachen lernen ist jetzt das beliebteste Hobby, das deine geistigen Fähigkeiten perfekt entwickelt. Wenn es früher cool war, ein teures Auto, ein dickes Bankkonto und ein schönes Haus zu haben, wird jetzt die Fähigkeit, 2 Sprachen zu sprechen, als ein Zeichen von Erfolg angesehen. Filmfirmen machen Filme, Schriftsteller schreiben Bücher, Künstler kreieren Songs, alles wieder in verschiedenen Sprachen. Die Welt wird wieder vielfältig, interessant und bunt. Merci beaucoup. Hallo meine Lieben, wer auch immer dies hört, mein Name ist Energizer. Aggregator. Nein, ach, wartet einen Moment, ich muss mich kurz zusammenreißen und mich an meinen Namen erinnern. Ebenezer, ja, so haben mich meine Mama und Papa genannt. Ich bin nichts Besonderes, ich bin erst 1 Jahr alt. Meine Mama ist eine wunderschöne Frau. Sie ist jetzt Mitte 40, genau in dem Alter, um Senioren wie mich zu bekommen. Mein Papa ist ein großer und freundlicher Kerl, der mit einem Lächeln auf seinem bärtigen Gesicht meinem Geschwätz zuhört. Ich habe ihre Bilder von früher gesehen, von der Mama-Zeit. Papa war damals ein Glatzkopf, aber jetzt sind seine Haare so dick, dass Mamas Hände darin verschwinden. Sie sagen mir immer, ich werde ein guter Junge sein, wenn ich jung bin. Ich liebe sie so sehr. Naja, jetzt bin ich müde und brauche etwas Schönheitsschlaf. Ebenezer aus. Ah, hallo, ist schon eine Weile her, dass ich hier irgendwas aufgenommen habe. Ich bin jetzt 10 Jahre alt und es ist eine schrecklich gute Zeit, um am Leben zu sein. Ich gehe zur Schule und habe dort viele Freunde. Es macht ganz schön Spaß zu lernen und in den Pausen spielen wir Bridge. Ich liebe Mathe und Literatur. Du musst wirklich in die Gänge kommen, um diese Zahlen zu verstehen und Bücher zu analysieren.
Ich lese auch viel, also bin ich der Beste in meiner Klasse. Aber Sport, ja, das kann ich nicht so gut. Meine Gelenke sagen, nein, danke zum Laufen. Billy ist ziemlich gut darin. Er sagt, er wird Athlet, wenn er jung ist. Wenn ich mir seinen Körperbau so ansehe, glaube ich ihm das sogar. Okay, die Pause ist vorbei. Ich muss jetzt zurück zum Unterricht. Ebenezer raus. Hey, ich bin jetzt 20 Jahre alt und das Leben ist eine Tugend. Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen. Ich bin seit fast 5 Jahren hier und das ist eine große Sache. Ich bin jetzt offiziell ein Master of Science und denke darüber nach, Arzt zu werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern ohne mich zurechtkommen werden. Sie sind jetzt schon so jung und ich habe Angst, dass sie in Schwierigkeiten geraten, wenn ich mal nicht da bin. Einmal ging Papa auf eine Party und kam 3 Tage lang nicht nach Hause. Meine Mutter war krank vor Sorge. Sie gab ihm eine heftige Ohrfeige, als er dann endlich auftauchte, aber sie versöhnten sich schnell wieder. Die Jugend ist leidenschaftlich, weißt du. Früher habe ich Sport in der Schule gehasst, aber jetzt liebe ich es. Bei jeder Gelegenheit gehe ich im nahegelegenen Park laufen und habe sogar meine Eltern gefragt, mir eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu schenken. Es ist so schön zu fühlen, wie diese alten Knochen mit jedem Tag weniger und weniger knacksen. Übrigens, ich will jetzt noch ein paar Runden laufen gehen, also wir sehen uns in 10 Jahren, schätze ich, ungefähr. Ebenezer raus. Hey, weißt du, wie nervig es ist, für 2 70-Jährige zu sorgen? Alles, was sie wollen, ist laute Partys zu Hause schmeißen, jedes Wochenende ausgehen und sie streiten sich wegen jeder Kleinigkeit. Jedes Mal, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, habe ich Angst, was ich entdecken werde, wenn ich abends die Tür aufmache. Einmal kam ich abends nach Hause und konnte die Tür nicht einmal öffnen, weil einer ihrer Freunde beschloss, direkt auf der Veranda ein Nickerchen zu machen. Und immer wenn ich versuche, dieses Thema bei Mama oder Papa anzusprechen, schelten sie mich, weil ich unsensibel sei. Unsensibel. Sie sagen, dass sie mich zu einem guten Mann erzogen haben und nach all den Jahren harter Arbeit verdienen sie es, ihre Lebenszeit zu genießen. Okay, ich gebe auf. Die einzige Person, die mich versteht, ist Felicity. Ich bin Bauingenieur und wir haben uns auf einer Baustelle kennengelernt. Sie ist ein bisschen jünger als ich, aber das ist schon in Ordnung. Sie muss sich auch mit ihren Eltern abfinden, die immer launisch sind. Sie denkt, dass sie sich einer Art Gothic-Szene oder so angeschlossen haben. Sie sagen ihr auch immer, dass es falsch ist, dass sie so einen banalen Job als Bauleiterin hat. Als wir anfingen, uns zu verabreden, haben wir beschlossen, unseren Eltern mehr Freiraum zu geben. Also, wir fahren oft in den Urlaub und lassen sie währenddessen unsere Häuser abreißen. Na, da kommt sie auch schon. Also, ich muss los. Ebenezer, raus. Hey, erinnerst du dich an mich? Die letzten 10 Jahre waren großartig. Felicity und ich haben geheiratet und jetzt kümmern wir uns gemeinsam um unsere Eltern. Und das ist auch großartig. Sie sind jetzt alle in ihren 80ern und haben Spaß im Kindergarten, während wir bei der Arbeit sind. Danach nehmen wir sie mit zu Grillpartys, Bubbleparties und Themenparks. Sie bekommen ihre Rente und geben sie uns, damit wir uns um sie kümmern können. Sie sagen, wir sind die besten Kinder, die sie sich wünschen könnten. Ich war noch nie in meinem Leben so stolz, wie nachdem ich das gehört habe. Heute ist Mamas Geburtstag und sie und Papa haben alle ihre Freunde aus dem Kindergarten und von ihren vorherigen Jobs eingeladen. Mein persönlicher Favorit ist Jenny. Sie ist so ein kleiner Schelm. Sie hat mich und Felicity erschreckt, versteckte sich dann unterm Tisch, während wir das Abendessen zubereiteten und sprang uns dann aus dem Hinterhalt an. Und Felicity betet Donnie an. Dieser alte Junge scheint auf den ersten Blick sehr ernst zu sein, aber sein kleines Grinsen spricht Bände. Und zum Dessert habe ich die beste Nachricht aller Zeiten. Letztes Jahr haben wir unseren eigenen Senior bekommen. Kannst du das glauben? Wir haben sie Cecilia genannt, nach ihrer Großmutter. Hey, Sissy, sag Hallo zu dem Ding hier. Ah, sie ist schüchtern. Sie sitzt den ganzen Tag in ihrem Schaukelstuhl und versucht zu stricken. Laufen kann sie noch nicht alleine, also bewegen wir sie im Rollstuhl durchs Haus. Ah, sie liebt es. Und wie sie lacht mit ihren 2 Zähnchen. Felicity rennt jetzt mit einem Besen hinter Donnie her. Ich glaube, er hat irgendwie ein Stück von der Geburtstagstorte aus der Küche gemopst. Naja, ich denke, ich gehe besser mal helfen. Also Prost, Ebenezer out.
Hey, wir leben jetzt seit 3 Jahren ohne unsere Eltern. Das letzte Jahr war wohl das Schwierigste. Ich hätte nie gedacht, dass Babys so viele Windeln brauchen. Es war auch schwer zu verhindern, dass sie überall hinfallen, wo sie krabbelten. Aber Sissy hat uns sehr geholfen. Sie war erst 7 und ging gerade erst zur Schule, aber sie liebte es, auf sie aufzupassen und ihre Wiegen zu schaukeln. Wir haben Sissy ihre Bilder gezeigt, als sie in der Oberstufe waren, genau wie sie heute. Sie erkannte sie natürlich nicht wieder. Sie waren so alt und grau. Inzwischen sind Felicity und ich auf dem Weg in den Ruhestand und wir freuen uns schon so richtig drauf. Ich bin 51, sie ist 54, was bedeutet, dass wir jetzt in unsere Blütezeit kommen. Wir haben beschlossen, Sissy alleine leben zu lassen, sobald sie jung genug ist, und wir haben uns verschiedene Ferienhäuser auf dem Land angeschaut. Ich drücke uns auf jeden Fall die Daumen für die Berge. Wir waren in letzter Zeit viel wandern und ich habe das Gefühl, dass Felicity genauso dabei ist wie ich. Also, ich werde dich in einem Jahrzehnt mal wieder auf dem Laufenden halten. Ebenezer, raus. Hey, ich bin's wieder, Ben. Ja, genau, ich habe diesen schrecklich langweiligen Namen abgekürzt. Ich bin jetzt Ben. Und was soll ich sagen? Über 60 zu sein ist kein Zuckerschlecken. Lissy schmollt immer wegen irgendwas und ich glaube, sie ist eifersüchtig auf mich, weil ich mit Lana rumhänge. Aber sie sagt auch immer wieder Dan dies, Dan das, als ob dieser Dan alles ist, woran sie denken kann. Wir haben uns oft deswegen gestritten und einmal habe ich sogar das meiste meiner Rente für eine Mietwohnung ausgegeben und 2 Wochen dort gewohnt. Als ich zurückkam, versprachen wir uns, nie wieder mit Lana oder Dan zu sprechen. Sissy scheint von uns sehr oft frustriert zu sein. Na dann geben wir ihr eine Pause. Kann ein Ehepaar ein Leben nach der Rente haben? Sie ruft uns jeden Abend an und droht, zu uns nach Hause zu kommen, wenn wir uns nicht benehmen. Seit wann ist das alte Mädchen so erwachsen geworden, frage ich mich da. Oh, ja, jedenfalls sagt Willi, dass die Seilrutsche von der Spitze des Berges fertig ist. Wir machen dann mal die Fahrt unseres Lebens. Ben, raus. Wie macht man das? Oh ja, ja, hey, hey, ich bin's, Ben. Ebenezer, ja. Ich bin heute 72 Jahre alt, wusstest du das? Sissy sagt, ich muss irgendwas aufnehmen zur Erinnerung an diesen Tag. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich will auf jeden Fall noch meinen Kuchen. Sissy, ich will meinen Kuchen. Hallo, hier spricht Franklin. Mein Großvater Ebenezer hat dieses Gerät für die Nachwelt hinterlassen und dazu gehöre ich wohl auch. Er ist jetzt 84 und liegt meistens in seinem kleinen Bettchen, aber Mama erzählt mir viele Geschichten über ihn und Oma. Ich denke, ich werde seine Tradition aufgreifen und sein Vermächtnis weiterführen. Ups, der kleine Benny hat in seine Windeln gemacht. Naja, ich muss jetzt los. Franklin, raus. Okay, was wäre, wenn nur eine Taste dein Leben für immer verändern und viel einfacher machen könnte? Wären wir in Minecraft, wäre alles möglich. Ist das Leben zu schwer? Zu viele Aufgaben, Deadlines, der Schulunterricht ist langweilig und du hast einfach keinen Bock mehr? Dann gestalte dein Leben doch einfach etwas müheloser. Drück Escape. Wähle deinen eigenen Schwierigkeitsgrad, egal ob friedlich, leicht, normal oder auch schwer für die, die es wissen wollen. Falls dein Lehrer so fies ist wie ein weiß-grün verpixelter Creeper, wähle lieber den friedlichen Modus. Dann können solche Monster gar nicht erst spawnen. Oder hol dir doch eine Katze. Creeper flippen aus, wenn sie Katzen sehen. Selbst wenn dein Haustier ein bisschen boxig aussieht. Eine weitere tolle Neuigkeit, wenn du dein Leben auf friedlich gestellt hast, du musst nicht mal mehr was essen, was dir eine Menge Geld sparen könnte. Und was dein Äußeres angeht, mach dir keine Sorgen mehr um lästige Pickel. Jetzt, da du verpixelt bist, bemerkt sie eh keiner. Du siehst jeden Tag gleich aus. Dein Haarschnitt, auch wenn du ihn hast und darauf wartest, dass die Haare endlich wieder nachwachsen, verändert sich nicht, es sei denn, du wechselst den Skin. Dein Gewicht bleibt auch dasselbe. Deine Körperproportionen sind jetzt auch ganz anders. In unserer Welt beträgt das Kopf-zu-Körper-Verhältnis ungefähr 1:7. Und in Minecraft ist es eher so, als hätte jeder einen Babykörper mit einem riesigen Kopf und einem kleineren Rumpf. Du hättest auch keine Finger. Wärst du also ein Minecraft-Charakter im echten Leben, hättest du nicht so gute feinmotorische Skills. Tja, gäbe es nur einen Minecraft-Chirurgen.
Egal in welchem Biom du lebst, du brauchst keine wintertaugliche Kleidung oder gefütterte Schuhe. Ein Leben ohne Veränderungen heißt auch, dass du nicht alterst wie normale Menschen. Keine Geburtstage mehr. Der Kuchen, den du im Spiel finden kannst, ist nicht für Kerzen und Wünsche gedacht. Der kann dir nur helfen, falls du verhungerst. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist auch etwas anders. 100 Minecraft-Tage entsprechen 33 Spielstunden. Also würde sich auch deine Lebenserwartung ändern. In Deutschland liegt sie im Durchschnitt bei ungefähr 80 Jahren oder knapp 700.000 Stunden. Die Lebenserwartung in Minecraft würde also auf 5.800 Jahre springen. Hey, und du könntest sogar respawnen. Und bereit für immer zu leben? Das Essen allerdings unterscheidet sich nicht so arg von dem, was wir im echten Leben essen. Nicht mal was die Kalorien betrifft. Ein ganzer Kuchen wird deine Energie viel schneller aufstocken als rote Beete. Zucker. Aber es gäbe auch einige Ausnahmen. Ein goldener Apfel gibt dir in Minecraft extra Energie. Schade also, dass der Golden Delicious aus dem Supermarkt nur lecker schmeckt. Im Minecraft-Universum kannst du bereits nach 2 Tagen verhungern, was im echten Leben ein bisschen länger dauert. Yep, nichts im Kühlschrank zu haben kann echt hart sein, aber ein Mensch hält das schon eine Weile aus. Wasser hingegen ist ziemlich wichtig für uns, bringt den Minecraft-Menschen allerdings nicht zu viel, wenn sie es trinken. In der Landwirtschaft werden heutzutage Düngemittel genutzt, um das Pflanzenwachstum zu beschleunigen. Doch hätten wir dieses Knochenmehl, mit dem Minecrafter ihre Pflanzen düngen, dann hätten wir wohl einen Überfluss an Früchten und Gemüse. Das Leben wäre aber ziemlich langweilig. Du wachst auf, gehst minen, du wachst am nächsten Tag auf und craftest. Der Einzelhandel könnte überhaupt nicht mit den Menschen mithalten. Die sind darauf auch nicht angewiesen, weil sie ja verschiedene Objekte aus dem Ärmel schütteln können. Naja, dazu brauchst du ja auch nicht viel. Du kannst fast alles mit einer einfachen Spitzhacke machen, wenn du sie auf eine Diamantspitzhacke upgradest. All die Baumärkte müssten im echten Leben dicht machen bei einer Spitzhacke, die jedes Werkzeug ersetzen kann. Du müsstest allerdings auch hart für deinen Lebensluxus arbeiten. Willst du mal ein Nickerchen in der Minecraft-Welt machen? Vergiss es. Hier kannst du nur nachts schlafen oder wenn draußen schlechtes Wetter ist. Schlaf ist wichtig, um nicht von Monstern erwischt zu werden, sobald es Nacht wird. Außerdem musst du sicherstellen, dass vor dem Schlafengehen keine Monster in der Nähe sind. Du kannst nur in deinem Bett schlafen. Auch wenn du dich auf einer gemütlichen Wiese im Schatten ausbreiten wolltest, könntest du einfach nicht einschlafen. Dasselbe gilt für Schulunterricht. Egal wie langweilig der ist, du dürftest nicht wegnicken. Falls du gerne Dokus guckst, tja, dann würde sich eigentlich nicht so viel ändern. Der Discovery Channel würde nicht nur von verschiedenen Biomen und Quadrattieren berichten, sondern auch von anderen Welten, wie dem Nether oder der Oberwelt. Wie auch immer, du würdest drinnen eh nicht so viel Zeit verbringen. In Minecraft finden die meisten Aktivitäten draußen statt, also müsstest du ziemlich oft rausgehen. Aber in der Minecraft-Welt zu reisen macht ja Spaß. Willst du den Nether besuchen? Nein, das ist kein idyllisches Örtchen, das ist die Unterwelt. Dafür brauchst du kein Ticket, musst nicht durch den Zoll und dich stundenlang in einen Flugsitz quetschen. Du benötigst nur etwas Lava und Wasser. Schütte das eine über das andere und du bekommst einen Obsidian. Stelle 8 Blöcke von diesem Zeug her, baue ein Portal, zünde es an und voilà! Willkommen im Nether. Wenn du viel reist, kannst du einfach dein Bett mitnehmen und es hinstellen, wo du willst. So kann man gut teure Hotels vermeiden. Die es im Nether eh nicht gibt. Der Trip hat allerdings auch seine Kehrseiten. Dort gibt es eine Menge Zutaten, die du für Tränke brauchst. Und das sind keine Souvenire, sondern eher nützliche Dinge, die du von einem exotischen Netherblock abbaust. Ihr Name mag angsteinflößend sein, aber die Einwohner des Nethers, die zombifizierten Piglins, sind freundlich, es sei denn, du greifst sie zuerst an. Lava hilft dir zu reisen, dient als eine Art Mülleimer und hält Eindringlinge fern. In der Minecraft-Welt kannst du also sicher gehen, dass dir damit niemand mehr auf den Keks gehen wird. Deine Gäste fallen einfach in die kochende Lava. Fertig! Hinter deiner Tür kannst du auch einen Haken samt Stolperdraht installieren, der auf einem Kolbenmechanismus basiert. Sobald dein unerwünschter Besucher über den Draht stolpert, wird der Kolben den Erdboden öffnen und den Besucher in den Abgrund schicken. Wenn du ans Meer ziehst, nimm deine Haustür mit. Die hilft dir dabei, den Ozean zu erkunden. Falls du ins Wasser fällst, brauchst du nur deine Tür über dir, um zu atmen. Im echten Leben könnte niemand mehr als 24 Minuten, so lange, die Luft anhalten. Aber in Minecraft könntest du fast für immer unter Wasser bleiben oder halt so lange, wie du willst. Das Verkehrsnetz ist jetzt auch viel cooler.
Du kannst immer noch alle Transportmittel benutzen, die du gewohnt bist, aber in einer Lore rumzuflitzen kann spaßig und auch mal schnell werden. Baue dir einfach deine Schienen, wohin du willst, und vergiss lange Staus. Die Physik ist auch etwas anders. Sie verleiht dir Superkräfte, die du in der normalen Welt garantiert nicht hast. Du kannst höher springen, jeden Berg mit Leichtigkeit erklimmen und sogar so schnell rennen, als gäbe es keine Erdgravitation. Du kannst einen Turm aus Blöcken bauen und selbst wenn du den unteren kaputt machst, bleibt der Rest in der Luft hängen. Das heißt allerdings nicht, dass du nicht irgendwo runterfallen kannst. Kannst du, aber du landest sicher, wenn du einfach einen Eimer Wasser leerst, bevor du aufprallst. Und selbst das ist noch nicht alles. In wenigen Augenblicken kannst du einen ganzen Baum fällen. Und dazu sind nicht mal Werkzeuge nötig, nur deine Hände. Und Kratzer oder Schürfwunden hast du danach auch nicht. In dieser Welt fühlst du keinen Schmerz. Und keine Sorge, die Baumkronen der Bäume, die du gerade gefällt hast, können dir auch nicht auf den Kopf fallen, weil sie ja in der Luft hängen. Abholzung in Minecraft sieht verblüffend aus. Oder kannst du dir einen Wald voller schwebender Bäume vorstellen? Kein Eichhörnchen könnte in so einem Wald auf den Baum klettern. Während du hier so herumspazierst, triffst du auf viele wilde Tiere wie Bären oder Wölfe. Die kannst du sogar zähmen und in Hunde verwandeln. Und Bären sind auch keine große Gefahr für dich. Sperr sie einfach hinter einen Zaun. Das sieht zwar nicht so stabil aus, aber hey, das ist Minecraft. Hier bist du sicher. Du rennst durch einen Dschungel. Äste und dichte Ranken versperren dir den Weg. Du weißt nicht, wohin du läufst und hast das Gefühl, keine Kontrolle über deine Bewegungen zu haben. Du siehst einen Felsbrocken vor dir. Du kannst nicht anhalten und wirst mit ihm kollidieren. Doch plötzlich, hopp! Du fliegst mit einem unglaublichen Tempo durch die Luft. Unter dir liegen tiefe Schluchten mit scharfkantigen Felsen und reißenden Flüssen. Du hältst den Atem an und hoffst zu träumen. Doch dann landest du wieder und läufst weiter, ohne in Schweiß auszubrechen. Einen Blick hinter dich riskierend entdeckst du eine Armada hochmoderner Drohnen. Sie verfolgen dich. Vor dir strahlt ein helles Licht. Sobald du es erreichst, wird alles schwarz. Du findest dich in einem dunklen Raum wieder. Um dich herum ist nichts und du versuchst ein kniffliges Rätsel zu lösen. Du hast nur wenige Sekunden, ehe etwas Schlimmes mit dir passieren wird. Nur noch 5 Sekunden für deine Antwort. Du sagst das Erste, was dir in den Sinn kommt, aber du verhaspelst dich und sagst etwas völlig Falsches. Dein Gesicht ist angstverzerrt. Wieder wird alles schwarz. Du steigst eine lange Leiter hinauf, aber du hast keine Kontrolle. Unter dir erkennst du unzählige Fliesen. Du bist endlich oben angekommen und willst dich bewegen, aber es geht einfach nicht. So sehr du es auch versuchst, es ist, als wärst du einzementiert. Doch schon einen Moment später marschierst du über ein paar Fliesen. Du kannst nur nicht kontrollieren, wie weit du gehst. Dann stehst du einer riesigen Schlange, die so lang wie 2 Schulbusse ist, gegenüber. Ihr Zischen ist furchteinflößend und aus ihren Zähnen tropft Gift. Zum Glück kommst du ohne Probleme an ihr vorbei. Aber was ist das? Schon stehst du vor der nächsten Schlange. Sie öffnet ihr riesiges Maul und stößt ein dröhnendes Brüllen aus. Ihre roten Schuppen reflektieren dein verängstigtes Gesicht. Die Schlange verschlingt dich und du rutschst durch das Biest. Durch den dunklen Tunnel landest du schließlich wieder an deinem Startpunkt. Du kannst dich nicht bewegen und musst dich wieder durch die Leitern und Schlangen arbeiten. Du düst in einem schicken Flitzer durch die Stadt. Es ist ein schöner Tag. Du überquerst den Opernplatz, ehe du in den Zug zum Westbahnhof steigst. Doch als du auf der Schlossallee ankommst, geht es dir gar nicht mehr so rosig. Auf deinem Bankkonto herrscht gähnende Leere. Dein ganzes Vermögen ist futsch. Dein Vermieter verlangt so viel, dass du kaum die Miete aufbringen kannst. Du gerätst in Panik. Dir bleibt nichts anderes übrig, als Hypotheken aufzunehmen und einige deiner Häuser und Hotels zu verkaufen. Die ganze harte Arbeit war umsonst. Wie wäre es mit einem Geduldsspiel mit jahrelanger Erfahrung? Du stehst mitten auf einem großen Feld. Du klebst mal wieder fest und kannst dich nicht rühren. Aber das gilt auch für alle anderen um dich herum. Plötzlich bewegt sich jemand 2 Felder nach vorne. Und dann merkst du, dass sich jeder auf eine charakteristische Art und Weise bewegt. Manche gehen diagonal, andere vorwärts oder seitwärts. Manche können sogar in L-Form laufen. Du bist der Einzige, der sich seitwärts, vorwärts und sogar rückwärts bewegen kann. Und das Coolste ist, dass du unbegrenzt viele Züge machen kannst. Allerdings lauern überall Gefahren, getarnt als harmlose Platzierungen. Und ehe du dich versiehst, bist du einer der wenigen Verbliebenen auf dem Feld.
Die Sonne geht unter und das Feld leert sich zusehends. Du bist nun der Schlüssel zum Sieg. Immer mehr Figuren scheiden aus. Und ganz plötzlich befindest du dich in der Position für den Siegeszug. Schachmatt. Du hast Angst und ringst um Atem. In der Bibliothek wurde ein Verbrechen begangen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, du bist einer der Detektive und willst herausfinden, was geschehen ist. Du weißt nur, dass es in dieser Villa passiert ist. Aber du musst noch klären, wer es war, welches Werkzeug benutzt wurde und wo der Tatort ist. Die Nacht ist noch jung und die Hinweise sind überall. Also jetzt bloß keine Zeit verlieren. Die anderen Detektive wollen dir den Erfolg wegschnappen. Du ermittelst in jedem Winkel, um Antworten zu finden. Du schaust unter jede Lampe, zwischen die Vorhänge, in jede Ritze in der Wand. Leider ohne Erfolg. Du nimmst jeden Raum unter die Lupe, doch das Speisezimmer ist besonders verdächtig. Du warst schon einmal hier, hast aber ein paar Details übersehen. Doch jetzt hast du deinen ersten Hinweis gefunden. Schließlich entdeckst du auch die Tatwaffe. Im Nullkommanichts entlarvst du schließlich auch den Täter. Du berufst eine Pressekonferenz ein und alle sind neugierig, was du herausgefunden hast. Deine Analyse ist stichhaltig. Der Schuldige war die ganze Zeit im Raum. Du schließt die Akte und erhältst endlich die Beförderung, von der du schon immer geträumt hast. Aber es gibt noch weitere Fälle, die gelöst werden wollen und gleichermaßen herausfordernd sind. Stell dir vor, du wachst auf und weißt nicht, wie man spricht. Du startest in den Tag, putzt dir die Zähne und ziehst dich an. Doch sobald du vor die Tür treten willst, kannst du dich nicht mehr bewegen. Eine unsichtbare Barriere versperrt dir den Weg. Du siehst in deine Hand und entdeckst 7 zufällige Buchstaben. Vor dir erscheint die Aufforderung, ein Wort zu bilden, um fortfahren zu können. Also überlegst du dir das schlauste Wort ohne Schummeln natürlich. Vergiss das Wörterbuch, es hilft dir nicht. Nachdem du das Wort eingegeben hast, darfst du weitergehen. An deinem Auto ist wieder Schluss. Eine weitere Barriere hindert dich am Einsteigen. Diesmal findest du in deiner Hand 7 andere Buchstaben und du musst dir ein neues Wort einfallen lassen. Es wird immer schwieriger. Dir fällt nur ein mittelprächtiges Wort ein, aber das tut's auch. Am Ende des Tages bist du ein Meisterwortschöpfer. Du wachst in einem dunklen, feuchten Raum auf. Es ist kalt und der Steinboden ist von Moos bedeckt. Als du aufstehst, bemerkst du, dass du eine mittelalterliche Rüstung trägst. Du bist ein Zauberer mit einem tollen Zauberhut. Du entdeckst eine Fackel und erleuchtest den Raum. Du stehst in einem Verlies. Ein dichter Nebel versperrt dir die Sicht. Du gehst weiter, bis du eine Stimme hörst. Das Spiel beginnt. Auf deinem Weg aus diesem Verlies wirst du viele Hindernisse überwinden müssen. Du besitzt verschiedene Zaubersprüche, die dir helfen werden. Aber sei gewarnt, deine Magie ist begrenzt und es lauern unzählige Gefahren. Phew, war das gruselig. Du siehst dich um, doch du bist allein. Du schnappst dir dein Zaubererzeug und ziehst los. Plötzlich begegnest du einem einäugigen, schleimigen Monster mit 8 Tentakeln, das dich böse anknurrt. Wie kommst du nur an diesem Vieh vorbei? Wie aus dem Nichts erscheinen deine Zaubersprüche vor dir? Schnell weißt du, wo die Schwachstellen deines Gegners liegen. Du sprichst einen Blitzzauberspruch und das Monster verzieht sich in die Dunkelheit und verschwindet. Du setzt deine Reise durch das Verlies fort, dabei überquerst du Lavaflüsse und Stacheln. Aber alles geht gut, du hast hier ein magisches Schild, das dich vor allen Gefahren beschützt. Nachdem du unzählige Kreaturen besiegt hast, erkennst du Licht am Ende des Tunnels und entkommst endlich dem finsteren Verlies. Nun stehst du in einem lauschigen Wald aus grünen Bäumen. Durch ihn schlängelt sich ein mystischer Fluss. Um dich herum flattern kleine Feen, sie sind ganz nett. Doch als du tiefer in den Wald ziehst, verändert sich wieder alles. Die Bäume sind kahl und der Boden ist verbrannt. Das kann nur eins bedeuten. Der Drache ist ganz in der Nähe. Aber auch das ängstigt dich nicht. Du bist gut gerüstet und bereit, ihm zu begegnen. Du erreichst den Eingang der Drachenhöhle. Ehe du dich versiehst, erwacht der Drache, steigt in die Lüfte und speit Feuer über das Land und die Wälder. Du bittest Verbündete um Hilfe und gemeinsam ringt ihr den Drachen nieder. Der Ozean wird glühend heiß. Du willst näher heran, um einen besseren Blick zu erhaschen, aber du spürst, wie die Luft immer heißer wird, als ob du einem glühenden Ofen näher kommst. Und der Sand ist so heiß, dass deine Gummisohlen zu schmelzen beginnen. Der Ozean hat sich irgendwie in dampfende, heiße, klebrige Lava verwandelt. Du drehst dich um. Du willst ins Landesinnere rennen und dann siehst du eine Horde wild gewordener Menschen. Du weißt, dass Lava geschmolzenes Gestein ist, das normalerweise unter der Erdoberfläche liegt.
Tief im Inneren unseres Planeten, so tief wie New York von Philadelphia entfernt ist, schmilzt die Hitze des Erdkerns das Gestein auf die gleiche Weise, wie die Sonne Eis schmilzt. Wenn diese Gesteine schmelzen, erreichen sie eine Temperatur um die 1200 Grad Celsius. Aber keine Panik, das passiert nur sehr tief unter der Erde und nur in einigen Gebieten, meistens um den Atlantik herum. Und der heiße Gesteinsbrei, das Magma, steigt auch nur auf, wenn der Druck da unten so groß ist, dass der klebrige, orangefarbene, superheiße Brei an die Oberfläche gedrückt wird. Dann wird es Lava genannt. Normalerweise bricht sie durch den Schlund eines Vulkans aus. Aber warum auch immer besteht jetzt der ganze Ozean aus Lava. Obwohl es aus der Ferne ziemlich cool aussieht, ist das super gefährlich. Verabschiede dich zunächst einmal von den schönen blauen Wellen und den Meeresströmungen. Im Gegensatz zu Wasser ist Lava dicker. Von der Konsistenz her eher wie cremige Erdnussbutter. Und der Wind kann diese Masse nicht so bewegen wie Wasser. Das bedeutet aber auch, dass nichts darin untergehen oder schwimmen kann. Selbst wenn einige Meeresbewohner die hohen Temperaturen der Lava aushalten könnten, wären sie nicht in der Lage, darin zu leben. Sie gehen entweder unter oder treiben an die Oberfläche, abhängig von ihrer Dichte. Um zu überleben, müssten unsere Meeresfreunde und andere Lebewesen, die die Ozeane ihr Zuhause nannten, ein anderes Gewässer finden. Die einzigen Tiere auf der Erde, die die Hitze der Lava überleben könnten, wären die Bärtierchen. Diese niedlichen, mikroskopisch kleinen Kreaturen können in jeder extremen Umgebung auf diesem Planeten überleben. Von gefrorenen, eisigen Gletschern bis hin zu heißen, feuerspeienden Vulkanen. Sie überleben sogar im Weltraum unter der kosmischen Strahlung. Du rennst vom Strand weg, wie auch alle anderen, die in der Nähe standen. Die Atmosphäre wird immer dichter und alles um dich herum wird diesig. Du denkst dir, ich hätte lieber zu Hause bleiben sollen, aber zu Hause ist es auch nicht sicher. Allein die Hitze, die von der Lava ausgeht, wäre kilometerweit spürbar, unerträglich. Also keine Häuser mehr am Meer und keine Strandresorts. Du würdest dir wünschen, so weit wie möglich vom Ozean entfernt zu wohnen. Die meisten Küstenstädte wären sofort unbewohnbar, vor allem Gebiete, die mit mehr als einer Seite an den Ozean grenzen. Orte wie Florida, Kalifornien und Mittelamerika wären größtenteils unbewohnbar. Und ein Leben auf den Inseln wäre unvorstellbar. Die meisten Inseln würden so heiß werden, dass kein Tier und keine Pflanze dort überleben könnten. 97% des Planeten bestanden aus Meerwasser. Und das wurde nun alles zu Lava. An keinem Ort auf der Erde gäbe es Schnee, weil der Planet wie ein glühender, orangefarbener Lavaball aussehen würde. Die Temperaturen würden so stark steigen, dass es sich am weitesten von der Küste entfernten Ort und am höchsten Gipfel der Erde immer noch wie am heißesten Tag in einer Wüste anfühlen würde. Während du vom Ozean wegrennst, glaubst du, dass das alles nur ein Traum ist. Aber du schaust auf deine Haut und sie ist total gerötet. Selbst wenn du kilometerweit wegrennst, die Hitze wird dich einholen. All die Offshore-Ölplattformen und Schiffe in den Ozeanen bekämen jede Menge Probleme. Ihre metallische Zusammensetzung würde bei Kontakt mit der Lava glühend heiß werden und sofort schmelzen. Und selbst wenn sie nicht schmelzen, ist nur zu hoffen, dass sich niemand auf ihnen befindet. Aber wenn das passiert, würden alle sofort evakuiert werden. Währenddessen schmilzt am Nord- und Südpol, wo die Erde am kältesten ist, das Eis, das den Ozean bedeckte. Dabei kühlt die Lava ab und verfestigt sich zu einer schwarzen Landmasse, die magmatisches Gestein genannt wird und oft eine feinkristalline Textur hat. Aus der abkühlenden Lava steigen riesige Wolken säurehaltigen Dampfes und Gase in die Luft und bedecken den Himmel. In der Wissenschaft wird das Laze genannt, eine Kombination aus den Worten Lava und Haze, zu Deutsch Dunst. Das ist so ähnlich wie in deinem Bad, wenn du aus der heißen Dusche kommst. Wenn die Hitze mit der kalten Außenluft in Kontakt kommt, bildet sich Dunst. Nur dass dieser Dunst den Nord- und Südpol komplett bedecken würde und super giftig wäre. Darin können auch winzige Glaspartikel sein, was extrem gefährlich ist. Und diese Laze-Wolken können bei ausreichend starkem Wind um die Welt reisen und die gesamte nördliche Hemisphäre bedecken. Aber auch den südlichen Teil von Neuseeland, Argentinien, Südafrika und Australien. Mit einem Flugzeug durch diese Gaswolken zu fliegen, wäre nicht die beste Idee. Schon allein die Hitze, die von der Lava ausgeht, würde ausreichen, um das Äußere des Flugzeugs zu beschädigen und die Hardware zu beeinträchtigen. Gut, dass du deine Sauerstoffflasche gefunden hast. Die Luft ist an diesem Punkt kaum noch atembar.
Du rennst zu deinem Auto und fährst so schnell wie möglich weg. Aber auch dein Auto hat einige Schäden abbekommen. Du fährst hinaus aufs Land, wo die Auswirkungen der Lava auf die Atmosphäre noch nicht so stark sind. Aber auch hier hat sich die Temperatur bereits verändert. Der Fluss, den du früher bei deinen wöchentlichen Wanderungen gesehen hast, trocknet aus. Die Pflanzen um dich herum verlieren ihr saftiges Grün. Die Tiere, die hier waren, sind an einen anderen Ort geflüchtet. Flüsse, die in die Ozeane fließen, würden bei Kontakt mit der Lava feinkörniges Erstarrungsgestein schaffen, wodurch natürliche Dämme entstehen würden. Der Rest des Wassers im Landesinneren, wie in Teichen und Seen, würde mit der Zeit verdunsten. Mit dem Anstieg der Temperaturen und dem Ausbleiben von Niederschlägen wäre es das Ende des Wassers auf der Erde, so wie wir es kennen. Die riesigen Wassermassen der Ozeane spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Wolken und Regen. Ohne Wasser in der Atmosphäre würde sich die Hitze der Sonne zur Hitze der Lava gesellen. Unsere Welt wäre ein riesiges, unfruchtbares Ödland. Die Nächte wären heiß und die Tage noch heißer. Aber Lava kühlt im Kontakt mit der kühleren Luft ab. Schon bald würde sich auf der Oberfläche eine dünne schwarze Kruste bilden, die im Laufe der Jahre immer dicker werden würde. Je dicker die Lava, desto länger dauert es, bis sie im Inneren vollständig abgekühlt ist. Sie wäre zwar immer noch heiß, aber du würdest nicht direkt die glühend heiße Lava anfassen. Und so sind tatsächlich auch viele Inseln entstanden, wie zum Beispiel die Inseln von Hawaii. Sie sind vollständig aus Lava entstanden, die unter dem Ozean ausbrach und über Hunderttausende von Jahren abkühlte und trocknete. Es sammelten sich Schichten über Schichten von erstarrter Lava aus der Tiefe des Ozeans an, bis sie die Oberfläche erreichten und sich Inseln und sogar Berge bildeten. Während du mir zuhörst, wird gerade eine neue Landmasse in Hawaii von einem aktiven Vulkan gebildet. In der Wissenschaft wird davon ausgegangen, dass die neue Insel in etwa 10.000 Jahren voll ausgeformt sein wird. Und jetzt, beim Blick auf den ehemals blauen Ozean, siehst du eine dampfende, glühende Masse, die sich in eine schwarze Einöde verwandeln wird. Aber glaube nicht, dass du einfach über diesen Ozean laufen könntest. Es kann hunderte von Jahren dauern, bis alles vollständig abgekühlt ist und sich in festen Fels verwandelt hat. Bis dahin wäre das Gehen auf dieser getrockneten Lavakruste ähnlich wie das Gehen auf einem gefrorenen See. Nur, dass du bei einem Fehltritt in kochend heiße Lava fallen würdest, anstatt in eiskaltes Wasser. In einigen Regionen würde es sogar tausende von Jahren dauern, bis sie vollständig erstarrt ist. Der Marianengraben, die tiefste Region im Pazifischen Ozean, ist 13 Kilometer tief. Es würde tatsächlich mindestens 5000 Jahre dauern, bis so viel Lava vollständig abgekühlt wäre. Es gibt viele Planeten im All, die als Lavaplaneten bezeichnet werden. Ein erst kürzlich entdeckter Planet, K2-141b, hat Magmaozeane, Überschallwinde bis zu 4800 Kilometern pro Stunde und sogar Felsenregen. Ja, das stimmt. Der Planet ist so heiß, dass das Gestein verdampft und zurückregnet. Behalte aber im Hinterkopf, dass dieser Planet viel näher an der Sonne ist als an unserer Erde. Vielleicht haben sich seine Ozeane einst über Nacht in Lava verwandelt. Boah, du fliegst durch den Weltraum in einem großen Raumschiff, das dreimal so groß ist wie der Central Park in New York. Es herrscht eine Menge Aufruhr. Nein, es sind keine Aliens, die in das Raumschiff eindringen. Es ist ein sehr wichtiger Tag. Es ist der 22. Januar 2700 und du wurdest gerade geboren, außerhalb der Erdatmosphäre. Alles Gute! Es gibt ein medizinisches Team, das sich um alles kümmert. Futuristische Geräte helfen bei allem. Und der Blick aus dem riesigen, kugelförmigen Glasschiff zeigt nichts anderes als die unglaubliche Weite des Weltraums. Du kannst nicht einmal mehr die Erde sehen, denn das Raumschiff fliegt zu einem neuen Ziel, das Millionen von Kilometern entfernt ist. Es wird Jahrzehnte dauern, bis es den neuen Planeten erreicht. Wir spulen etwas vor. Du bist 25 Jahre alt und dieses Raumschiff ist das einzige Zuhause, das du je gekannt hast. Bis jetzt. Du hast alles über das Raumschiff gelernt, was du wissen musst. Du beginnst deinen Tag in deinem Schlafsaal, der nur das Nötigste hat. Ein kleines, kompaktes Bad, eine Miniküche, ein Etagenbett und einen herrlichen Blick auf die Sterne und Planeten außerhalb des Panzerglases. Und du musst dir nie Sorgen um die Weltraumstrahlung machen. Das Schiff hat einen magnetischen Schutz, der die Weltraumstrahlung reflektiert, sodass sie nicht in das Innere eindringt. Sonst gäbe es große Probleme. Das Raumschiff wurde so konstruiert, dass es eine künstliche Schwerkraft hat.
Astronauten verlieren normalerweise 1-2% ihrer Knochendichte pro Monat im Weltraum, da sie die ganze Zeit nur herumschweben. Aber jetzt, also in der Zukunft, konnte dieses Problem gelöst werden. Du machst dich auf den Weg aus deinem Schlafsaal und siehst eine Reihe anderer Crewmitglieder, die sich auf den Weg zur Arbeit machen. Sie gleiten alle auf ihren fortschrittlichen Mini-Hoverboards und jeder trägt eine andere Farbe. Eine Uniform aus dem modernen Weltraumzeitalter. Deine ist blau, also springst du auf dein Board und schließt dich der blauen Masse an. Du erreichst die Unterführung des Raumtransporters und beginnst mit deiner Arbeit. Dein Job als Ingenieur an Bord ist super wichtig, nämlich das Schiff zu warten und es am Laufen zu halten. Aber irgendetwas stimmt nicht. Überall auf den Panels blinken Zahlen und das gefürchtete rote Licht hört nicht auf, aufzuleuchten. Du alarmierst deine Kollegen, aber die wissen auch nicht, was los ist. Schnell! Du überprüfst immer wieder die Logs und all die komplizierten Gleichungen, aber nichts passt zusammen. Panik macht sich im ganzen Schiff breit. Dir stehen die Haare auf den Armen zu Berge. Du versuchst, so viele Knöpfe und Schalter wie möglich zu betätigen. Das Brummen wird immer lauter. Das Licht blinkt immer schneller und heller. Einige deiner Kollegen machen sich aus dem Staub und du bist ganz alleine in diesem roten Raum. Plötzlich eilt endlich dein Vorgesetzter zu Hilfe. Nach einer Weile habt ihr beide es endlich herausgefunden. Puh, das war knapp. Du musst noch eine Menge über das Management des Schiffes lernen. Seit deinen frühen Jahren wurdest du als Ingenieur eingesetzt. Du warst großartig in Physik, Mathe, Chemie, all diese wissenschaftlichen Themen eben. Es ist ein ganz normaler Tag im Büro, aber irgendwann wirst du vielleicht mal Kapitän des Raumschiffs. Nach der Arbeit bekommst du einen Anruf von deinen Freunden, die mit dir abhängen wollen. Und wenn ich Anruf sage, meine ich ein telefonloses Gerät, mit dem du mit jedem kommunizieren kannst. Du siehst alle ihre Informationen durch eine Hologrammprojektion, die nur für dich sichtbar ist. Du kannst es auch benutzen, um alte Musik von der Erde zu hören. Popmusik ist jetzt zu klassischer Musik geworden und Filme sind jetzt 3D-Projektionen deiner eigenen Vorstellung. Du machst dich auf den Weg aus der Unterführung und gehst hinauf zum Space Plaza. Das ist der Ort, an dem sich alle aufhalten, wenn sie frei haben. Einige Cafés, Restaurants, ein Friseur, sogar eine Eisdiele. Hier verbringst du deine Freizeit. Das Raumschiff ist im Grunde eine kleine Stadt, die über alle wichtigen Dinge verfügt. Dazu gehört eine Biosphäre voller Tiere und Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen der Erde. Mini-Tropenwälder, Mini-Wüsten, Mini-Regenwälder, alles vorhanden. Die Biologen an Bord sorgen dafür, dass alles gesund bleibt, damit du dich wie zu Hause fühlst. Nicht, dass du jemals einen Fuß auf die Erde gesetzt hättest. Du betrittst die wilde Savanne und siehst einige Gazellen herumgaloppieren. Ein paar Gnus scheinen herumzuwühlen und ein kleines Rudel Löwen ist auf der Pirsch. Im Dschungel spürst du die Feuchtigkeit und siehst dicke Blätter und Büsche rundherum. Einige Berggorillas spielen und hier und da sind kleine Baumfrösche zu hören. Und in den Bäumen lauert ein Jaguar auf dem Weg nach unten, um einen Schluck Wasser zu trinken. Drüben in der trockenen Wüste siehst du ein paar umherstreifende Kamele, eine kleine Klapperschlange, die sich ihren Weg aus der Hitze bahnt und einige kleine Skorpione, die im Sand rumkrabbeln. Du hast in den letzten 25 Jahren eine ganze Menge über Biologie gelernt. Du weißt alles über die Erde, aber du warst noch nie dort. Komisch. Nach der Tour durch die Lebensräume der Natur hörst du eine Durchsage über die Lautsprecheranlage. Es ist der Kapitän. Der neue Planet ist nur noch Stunden entfernt. Nehmt bitte alle eure Position für die Landung ein. Alle auf dem Schiff eilen zu ihren Schlafsälen, außer den Crewmitgliedern, die für den Betrieb des Raumschiffes benötigt werden. Du schnallst dich in deinem Etagenbett an, das sich in einen Sitz mit schicken Sicherheitsgurten verwandelt. Du schaust aus dem Fenster und siehst einen blauen Punkt in der Ferne. Er wird größer und größer und er sieht der Erde sehr ähnlich, zumindest aus der Ferne. Das hat gar nicht so lange gedauert, nur 25 Jahre. Fragst du dich, was unter der Haube des Raumschiffs vor sich geht? Du blickst zurück auf dein Leben im Weltraum, wohl wissend, dass dieser erste Teil davon zu Ende geht. Es ist ein bisschen wie das Leben am Südpol. Am Ende der Welt lebt eine kleine Gemeinschaft von WissenschaftlerInnen, die zwischen Winter und Sommer arbeiten und alle Arten von Forschungen betreiben. Von Klima und Geologie bis hin zu Meteorologie und Astronomie. Ihr Leben muss ähnlich sein wie das Leben hier im Weltraum. Sie haben ihre eigenen Bunker, wissenschaftliche Labore und sogar Erholungsräume für Sport und Musik. Die Natur auf dem Planeten, dem du dich näherst, ist anders als alles auf der Erde.
tropische Bäume, die höher ragen als die höchsten Wolkenkratzer. Ozeane, die so wild sind, dass es jahrelang anhaltende Hurricanes gibt, die nur so umherziehen. Der Pilot kündigt die Landung an. Es ist alles gut. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Du schnallst dich ab und gehst nach draußen, um den neuen Planeten mit eigenen Augen zu sehen. An Land zu gehen fühlt sich an wie, naja, wie auf einem neuen Planeten. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch und der Wind ist warm. Das Schiff ist auf der tropischen Seite des Planeten gelandet. Laut Studien der beste Ort, um eine neue Siedlung zu gründen. Das wird nicht einfach werden. Normalerweise gründen Menschen neue Siedlungen in der Nähe von Seen und Flüssen. Denke nur an die Mesopotamier, die alten Ägypter, die Azteken, die Liste ist endlos. Sie begannen als kleine Siedlung, bis sie zu voll funktionierenden Megazivilisationen heranwuchsen. Durch Handel und Erkundung konnten sie ihre Technologie weiterentwickeln, neue Sprachen lernen und fantastische Kochrezepte kreieren. Ich könnte jetzt auch etwas Pasta und Sushi vertragen. Laut WissenschaftlerInnen könnte die Geburt im Weltraum das Aussehen der Menschen verändern. Menschliche Köpfe könnten innerhalb von Tausenden von Generationen größer werden. Wer weiß, es gibt keine Möglichkeit, das auf der Erde zu simulieren. Wir könnten sogar verschiedene Hautfarben haben, da wir mehr Melanin benötigen würden. Das ist das Pigment, das uns vor Sonneneinstrahlung schützt. Näher an der Sonne oder einer heißen, brennenden Masse aus Feuer zu sein, könnte bedeuten, dass wir zum Schutz mehr oder andere Arten von Melanin produzieren. Wir könnten dunkelbraun, lila, grau oder sogar grün werden. Wir werden ein paar Millionen Jahre warten müssen, um das herauszufinden. Und ohne Schwerkraft müssten sich die Menschen daran gewöhnen, eine geringere Knochendichte zu haben, ähnlich wie Vögel. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich schwächer sein werden als unsere alten Erdmenschen und dass wir einige etwas seltsame körperliche Eigenschaften haben werden. Die Schwerkraft ist essentiell für unser Gleichgewicht und Mobilität ist einer der Schlüsselfaktoren für das menschliche Überleben. Ohne Schwerkraft hätten wir also wahrscheinlich Exoskelettanzüge zum Gehen und Laufen oder um den Müll rauszubringen. Nun, nichts dergleichen wird für eine sehr lange Zeit passieren. Es wird immer noch darüber nachgedacht, wie man jemanden in diese Welt bringen kann oder aus unserer Welt heraus. Theoretisch betrachtet liegt der Weltraum von jedem Kontinent der Welt 100 Kilometer über dem Meeresspiegel entfernt. Darüber hinaus unendliche Möglichkeiten. Also, du stehst nach einer langen Partynacht auf, die Sonne steht schon hoch am Himmel. Du schaust auf die Uhr. Ja, es ist Mittag und der Laden hat schon zu. Oder zumindest ist das die kleine Geschichte, die du dir einredest, weil du keine Lust hast, einkaufen zu gehen. Okay, Zeit für ein spätes, sehr spätes Frühstück. Du öffnest den Kühlschrank. Och nein, was ist das für ein komischer Geruch? Ist das Käse in einer Plastiktüte? Das ist so ziemlich das Einzige, was noch in deinem Kühlschrank ist und der Laden ist fast 4 Straßen weg. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als das Risiko einzugehen. Schimmel ist oft ein Zeichen, dass das Essen verdorben ist. Außer, wenn es sich um Käse handelt. Wenn möglich, entferne die verschimmelten Stellen, damit du den Rest essen kannst. Falls du aus Versehen etwas Schimmel gegessen hast, mach dir keine Sorgen. Die meisten Käsesorten enthalten sowieso schon eine Art Schimmel. Es ist ein wichtiger Teil des Käseherstellungsprozesses. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel dunkler, schwarz-grauer Schimmel. Wenn du das Zeug auf Weichkäse siehst, musst du ihn wegschmeißen und neuen kaufen. Vielleicht hast du auch einen sardischen Mitbewohner, der von seiner Oma eine Spezialität Sardiniens geschickt bekommen hat. Verfaulter Käse, auch bekannt als Madenkäse. Die sardischen Käse lassen ihren Käse richtig, richtig schlecht werden und voilà. Fertig ist ihre berühmte Delikatesse mit diesem brennenden Aroma. In einigen Ländern ist dieser Käse sogar illegal. Bevor du also zum verdächtig riechenden Käsestück in deinem Kühlschrank greifst, schau nach, ob sich darin was bewegt. Wenn du dir ein Omelett machst, aber nicht genug Zutaten hast, um es aufzupeppen, dann nimm einfach Eierschalen, nur wenn sie biologisch sind. Koche sie und backe sie dann bei 205 Grad. Sobald sie knusprig sind, mahle sie zu Pulver und streue etwas davon über dein Omelett. Eierschalen sind eine ziemlich gute und günstige Quelle für Kalzium. Es ist also ein Versuch wert. Wenn es brenzlig wird, schnapp dir dein Zelt, einen Schlafsack und eine Lampe und renn in den Wald. Denn dort hast du einen endlosen Vorrat an Baumrinde.
Und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du verhungerst. Ja, unsere Vorfahren haben auch schon Baumrinde gegessen. Und die Zimtrinde war damals schon die beliebteste. Wäre es nicht toll, wenn du nicht nach jedem Essen abwaschen müsstest? Ja, ich rede von Tellern und Besteck, die du direkt nach der Benutzung essen kannst. Aber das ist kein neues Konzept. Es gibt bereits essbare Teller, wie die Tortillaschalen, Eistüten. Und eine indische Firma stellt seit über 10 Jahren essbares Besteck aus Reis, Weizenmehl und Hirse her. Wenn sie jetzt noch eine essbare Kuchenform erfinden könnten. Erinnerst du dich noch an die gute alte Zeit, als du jünger warst und niemand dich komisch angeschaut hat, weil du die Kreide gegessen hast? Meinem Freund ist das passiert. Ja. Also in seiner reinsten Form ist Kreide einfach nur Calciumcarbonat. Du hast davon keine gesundheitlichen Vorteile, aber sie schadet dir auch nicht, weil Kreide eine ungiftige, natürliche Substanz ist. Menschen, die sowas essen, haben normalerweise das Pika-Syndrom. Ein Zustand, bei dem Menschen Dinge essen, die nicht nahrhaft und allgemein ungenießbar sind. Papier gehört auch zu den Dingen, die Menschen mit dieser Erkrankung gerne essen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Papier faserig ist und sie möglicherweise einen Mangel an Ballaststoffen haben. Papier ist überhaupt nicht nahrhaft. Außerdem ist es chemisch behandelt, also lass lieber die Finger davon. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, Tonerde zu essen. In einigen Teilen der Welt verwenden die Menschen sie, um Zinkmangel zu beheben. Natürlich sollte es eine spezielle Tonerde sein, die gereinigt und zum Verzehr geeignet ist. Dreck. Oh, zurück zur guten alten Zeit, als du als Kind aus Schlamm Kuchen gebacken hast. Nicht, dass Dreck auf deinem täglichen Speiseplan stehen sollte, aber sprich mal mit Ernährungsexperten. Sie werden dir sagen, dass es nicht schlimm ist, ein bisschen vom richtigen Dreck zu essen. Einige Erden und Schlämme enthalten nämlich sehr viele Mineralien, wenn sie nicht mit Chemikalien oder Ähnlichem produziert wurden. Löwenzahn ist einer der gesündesten, essbaren Pflanzen, die du auf weiter Flur finden kannst. Vitamine, Eisen, Antioxidantien, ja, sehr nahrhaft. Und noch besser, er wächst quasi überall. Der Kaktus sieht definitiv wie eine Pflanze aus, der man besser nicht zu nahe kommt. Aber wenn du ihn putzt und richtig zubereitest, kannst du ihn zu Desserts, Salaten, Suppen, Brot, Getränken, zu allem Möglichen dazugeben. Er schmeckt wie, naja, irgendwie klebrig, um ehrlich zu sein. Und achte darauf, alle stacheligen Teile zu entfernen. Hast du schon mal einen Spaziergang gemacht, in den Himmel geschaut, einige Vogelnester entdeckt und gedacht, oh, das könnte mein Abendessen für heute sein? Nein? Dabei sind essbare Nester in einigen Ländern ein absoluter Hit. Sie sind nahrhaft, haben einen einzigartigen Geschmack und ja, sie werden aus dem Speichel einer ganz bestimmten Vogelart gemacht. Es ist extrem gefährlich, sie zu ernten und auch sehr schwer, sie zuzubereiten. Wenn du aber auf sowas stehst, dann solltest du unbedingt vorher zum Geldautomaten. So ein Nest kann umgerechnet gut 3.300 Euro pro Pfund kosten. Etwas anderes Teures, das zum Verzehr bereit ist, ist Gold. Nicht, dass du an der Halskette deiner Mutter knabbern kannst, falls du Lust auf einen glänzenden Nachmittagssnack hast. Aber Goldflocken oder Blätter kommen oft bei Desserts zum Einsatz, um sie zu dekorieren. Gold ist chemisch träge. Es verursacht also keine chemische Reaktion in deinem Körper und wandert direkt durch dein Verdauungssystem, ohne absorbiert zu werden. Ich wollte jetzt eigentlich einen Witz über einen Goldrausch machen, aber den verkneife ich mir lieber. Einige Kulturen haben früher Leder gekocht und zart gemacht, um es kauen zu können, wenn sie nichts zu essen hatten. Also selbst wenn du es versuchen würdest, du schaffst es nicht. Das heutige Leder ist chemisch behandelt, also ein absolutes No-Go. Was würdest du tun, wenn du auf eine Tarantel stößt? Wenn es in Kambodscha ist, an einem Tarantula-Stand, dann isst du sie. Das ist ein klassisch kambodschanischer frittierter Snack. Man sagt, Tarantel schmeckt so ähnlich wie Krabbe. Also, ja, sag mir Bescheid, ob das stimmt. Taranteln haben sicherlich mehr Fleisch als Heuschrecken, die auch in Asien und Teilen Amerikas auf dem Speiseplan stehen. Aber beide und auch die Grillen sind reich an Proteinen und extrem genießbar. Diese kleinen Kerlchen werden fachmännisch aufgezogen und zubereitet. Du solltest also nicht einfach herumlaufen und wahllos Insekten aufsammeln und essen. Übrigens, Heuschrecken schmecken wie Sardinen. Neugierig? Es ist ein ganz normaler Nachmittag. Du sitzt auf der Couch vor dem Fernseher und überlegst, welcher Snack perfekt zu deiner Show passt.
Ja, okay, ein paar Schokokekse könnten es sein. Aber wie wäre es mit Wespencracker? Jupp, mit Wespen gefüllte Kekse. Das nächste große Ding? Diese Reiscracker-Keksdinger mit Wespen kommen aus Japan. Die Wespen werden speziell gezüchtet, nur für diese Kekse. Sie ziehen also nicht mit einem Netz bewaffnet durch die Gegend. Eine andere ungewöhnliche Sache aus Japan ist der Fugu-Kugelfisch. Du brauchst ein professionelles Training, um diesen Fisch richtig zuzubereiten, weil er voller Gift ist. Eine üppige Portion kann dich umgerechnet bis zu 99 Euro kosten. Sobald der lizenzierte Koch die giftigen Teile abgetrennt hat, werden sie in einen Metallbehälter gekippt, der mit einem Vorhängeschloss verschlossen wird. Dann wird er zu einem zertifizierten Fischmarkt gebracht, um verbrannt zu werden. Das Zeug ist zu giftig, um es in den normalen Müll zu werfen. Stell dir vor, dein Job ist es, Ameiseneier einzusammeln und du wirst pro Kilo bezahlt. Wie lange würde es dauern, bis du genug gesammelt hast? Also, wenn du nach Laos ziehst, könntest du das herausfinden. Dort gibt es eine der ungewöhnlichsten Suppen, weiße Ameiseneiersuppe. Geschmacklich erinnert sie wohl an Garnelen. Man könnte sie mal versuchen. Oder du nimmst einfach nur eine Garnelensuppe. Ich sag hier nur... Jahrhunderteier bekommst du in China. Und nein, sie sind nicht tausend, hunderte, nicht mal 10 Jahre alt. Normalerweise dauert es nur ein paar Monate, bis sie reif sind. Aber die Art und Weise, wie sie gemacht werden, ist ziemlich interessant. Sie werden in Lehm oder Schlamm getaucht. Das machen die Chinesen schon seit Jahrhunderten, weil dadurch all die guten Nährstoffe der Eier erhalten bleiben. Was passiert im Inneren des Eis? Ammoniak und Schwefel lagern sich im Eigelb ab und verursachen seltsame schneeflockenartige Muster und eine bernsteinfarbene Färbung des Eiweißes. Das Ei hat auch einen ziemlich starken Ammoniakgeruch. Oh, die Schönheit von faulig riechenden Lebensmitteln. Yeah. Was für ein schöner Tag für eine Bootsfahrt im Sumpf. Wenn da nicht diese Mücken wären, wäre der Tag perfekt. Aber aus irgendeinem Grund werden die Mücken immer größer, je weiter du in den Sumpf vordringst. Anfangs waren es winzige, fast unsichtbare Insekten und jetzt sind sie so groß wie dein Daumen. Du kannst ihr Summen hören, wenn sie an dir vorbeischwirren. Du dringst tiefer in den Sumpf vor, weil du auch herausfinden willst, warum sie so groß werden. Und dann entdeckst du einen riesigen Schwarm von Mücken. Jede Mücke ist so groß wie deine Hand. Sie bemerken dich und fliegen auf dich zu. Du schnappst dir einen Ast und fängst an, damit rumzuwedeln, weil du sie verscheuchen willst. Du rennst zurück zu deinem Boot und versuchst, ihnen zu entkommen, aber sie folgen dir und einige schaffen es, auf dir zu landen. Du schlägst sie weg, aber aus dem Nichts tauchen noch mehr Mücken auf, die die Größe eines Basketballs haben. Du startest dein Boot und rast zurück zum Festland. Als du ankommst, siehst du, wie die Leute in Panik vor den riesigen Mücken weglaufen. Einige Mücken sind so groß wie große Hunde. Die Leute ducken sich unter den Picknicktischen, andere rennen zurück zu ihren Autos und fahren mit Vollgas davon. Du steigst aus deinem Boot und rennst zusammen mit Dutzenden von Menschen zum nächsten Lebensmittelladen. Die Angestellten schließen die Türen. Durch die großen Glasscheiben siehst du, wie sich die Mücken vermehren. Sie werden immer größer und größer, bis du eine siehst, die so groß wie ein Auto ist und vorbeizischt. Sie ist sowas von kräftig. Sie landet auf einem unbemannten Auto und zerquetscht es. Alle ducken sich aus Angst weg. Du versuchst, die Leute zu beruhigen, damit sie keinen Lärm machen. Die Mücken landen auf der Glasscheibe und verdunkeln sie. Im Laden wird es immer dunkler. Jemand schaltet den Fernseher an und die aktuellen Nachrichten laufen. Überall auf dem Kontinent wüten Mücken, zerstören die natürlichen Ressourcen und dringen in die Städte ein. Den Menschen wird geraten, bis auf Weiteres in den Häusern zu bleiben. Die Mücken registrieren, dass Menschen im Laden sind und versuchen, mit Gewalt reinzukommen. Eine autogroße Mücke fliegt in der Luft herum. Auf einmal hört ihr Geräusche, die aus dem Hinterzimmer kommen. Ein Angestellter bemerkt, dass sie die Türen nicht verschlossen haben. Eine riesige Mücke dringt ein und wirft alles um. Alle rennen panisch umher und werfen mit Gegenständen nach ihr. Jemand schnappt sich einen Feuerlöscher und besprüht sie, bis sie ins Hinterzimmer zurückgedrängt ist. Dann schließt ein Angestellter die Tür und verbarrikadiert sie, damit auch ja nichts mehr von hinten reinkommt. Alle warten nervös. Im Fernsehen wird live berichtet, wie riesige Mücken überall herumfliegen. Ein Hubschrauber ist gezwungen zu landen, weil die Mücken ihn wild in der Luft angegriffen haben. Alle im Laden erschaudern, als ihr noch mehr Mücken in der Nähe der Hintertür herumschwirren hört. Stunden vergehen und es kommen immer mehr Mücken.
Draußen sind keine Menschen zu sehen und ein Großteil der Stadt, Häuser und Parks ist zerstört, wurde einfach von den Rieseninsekten platt gemacht. Einige Leute essen, was sie gerade finden und andere schlafen. Eine Eilmeldung unterbricht die Live-Übertragung und zeigt, dass gepanzerte Busse bereitstehen, um die Menschen in der Nähe des Picknickplatzes abzuholen. Die Busse werden aber nicht zu den Brennpunkten fahren, weil das zu gefährlich wäre. Die einzige Möglichkeit, in die Busse zu kommen, ist, in 2 Stunden an der Autobahn zu sein. Alle versuchen, Familie und Freunde anzurufen, aber die Mobilfunkmasten wurden zerstört und niemand ist erreichbar. Die Mücke, die durch die Hintertür eingebrochen ist, hat das einzige Festnetztelefon zerstört, das es gab. Die Gruppe im Laden streitet, ob sie bleiben oder gehen soll. Weitere Insekten verdecken die einzig klaren Flecken am Himmel, bis die Sonne ganz verschwindet. Ihr teilt euch in 2 Gruppen auf. Die eine Gruppe will versuchen, den Bus zu erwischen und die andere Gruppe will im Laden bleiben. Die Angestellten kennen einen Weg, der schnell zur Autobahn führt. Aber das ist ein Fußmarsch von etwa 20 Minuten und es gibt keine Autos, die man nehmen könnte. Der Weg ist auch nicht ganz einfach. Zuerst müssen sie durch den Haupteingang entkommen, um in den buschigen Wald hinter den Müllcontainern zu gelangen. Von dort aus kann man ein Gebäude betreten, um möglicherweise durch die Abwasserkanäle Richtung Autobahn zu gelangen. Die erste Gruppe will aufbrechen und Vorräte werden eingepackt. Jede Sekunde kommen mehr Mücken und bedecken den Himmel. Also werden auch Dinge zum Schutz eingepackt. Mücken werden vom Kohlendioxid angezogen, das Menschen ausatmen, und sie werden von der Quelle angezogen, die aus dem Lebensmittelladen kommt. Dann sind alle bereit und die behelfsmäßigen Fackeln werden gezündet. Um das Feuer am Brennen zu halten, wird etwas Grillanzünder genommen. Du gehörst übrigens zu der Gruppe, die die Flucht plant. Die Türen öffnen sich und alle rennen hinter die Müllcontainer. Mücken greifen dich an, aber der Rauch des Feuers vertreibt sie. Mit jeder Sekunde werden es mehr Mücken, die den Himmel und die Umgebung bedecken. Einige aus der Gruppe rennen zurück in den Laden, weil sie es nicht vom Müllcontainer zum anderen Gebäude schaffen. Der Rest der Gruppe, darunter auch du, rennt zum Gebäude. Aber es ist verschlossen und niemand kann die Tür aufbrechen. Plan B, die Scheibe eines Fensters einschlagen. Du schnappst dir einen Stein und wirfst ihn durch das Fenster. Das Problem ist nur, dass die Mücken jetzt auch ins Haus fliegen können. Aber ihr habt keine Wahl. Ihr klettert durch das Fenster und rennt in den Keller des Gebäudes, um den Eingang zur Kanalisation zu finden. Da ist er. Ihr habt ihn gefunden und alle steigen hinab. Keine Mücken in Sicht, nur Ratten. Ihr wartet knietief durch das Wasser der Kanalisation, das an euch vorbeifließt. Es dauert nur ein paar Minuten, bis ihr den Fluss erreicht. Aber es gibt ein Problem. Der Abwasserkanal führt doch nicht zum See, sondern tiefer in die Kanalisation. Ihr lauft weiter, bis ihr etwas seht, das wie ein Abfluss aussieht. Ihr schafft es und kommt an einem Wasserloch raus, in das die Abwässer geleitet werden und das neben dem Sumpf liegt. Das Problem ist aber, dass ihr nicht mehr neben der Autobahn rausgekommen seid und euch läuft die Zeit davon. Noch mehr Mücken schwirren durch die Luft, aber sie machen sich nicht die Mühe, dir zu nahe zu kommen. Plötzlich siehst du ein paar katzengroße Kreaturen, die auf dem Wasser schwimmen. Das sind Babymücken, also die Larven, die auf euch zukommen. Ihr schwimmt um euer Leben zum Ufer. Die riesige Alpha-Mücke erhebt sich in die Luft und stürzt hinunter, um einen von euch zu packen, aber sie verfehlt euch. Alle schaffen es bis zum dichten Sumpfgebiet, in das keine Riesenmücken eindringen können. Ihr bedeckt euch mit Ästen, um euch zu schützen. Es bleiben nur noch 15 Minuten, bis der gepanzerte Bus eintrifft. Da die Mücken nicht ins Dickicht des Sumpfes vordringen können, ist dies der beste Ort, um hier auf den Bus zu warten. Die Dunkelheit bricht herein, aber kein Bus ist in Sichtweite. Seit 3 Stunden wartet ihr. Ihr hört die Mücken umherschwirren. Niemand fühlt sich unter den dichten Büschen wohl. Nach einer Weile hörst du einen aufheulenden Motor und du siehst Lichter auf der Autobahn. Alle stehen auf und rennen Richtung Bus, aber du hältst sie auf, um nicht die Aufmerksamkeit der Mücken auf euch zu ziehen. Du meldest dich freiwillig, um dich rauszuschleichen und den Bus anzuhalten. Dann können alle anderen folgen, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Du schiebst Äste beiseite, trittst über Baumstümpfe und kriechst zur Straße. Du versuchst, den Atem anzuhalten, damit du keine schweren Atemgeräusche machst. Du erreichst den Straßenrand und winkst mit den Armen, um den Bus anzuhalten. Er hält an und die Tür öffnet sich. Du gibst den anderen das Zeichen und sie folgen dir. Alle sind im Bus und in Sicherheit. Einige Mücken registrieren das und beginnen, den Bus zu attackieren, aber die Panzerung ist robust. Dann fährt der Bus los und der Fahrer hält Ausschau nach anderen Menschen an der Straße. Plötzlich landet ein Goliath vor dem Bus. Der Bus hält an. Ihr seht eine Mücke, die so groß ist wie eine Boeing 747. Sie schaut euch direkt an und sie macht sich zum Angriff bereit. Aber der Bus fährt mit Vollgas los und unter ihren Beinen hindurch. Die Riesenmücke hebt ab und versucht, den Bus zu erwischen. Aber ihr fahrt in einen Tunnel, der auf die andere Seite des Berges führt.
Nach ein paar Minuten erreicht ihr eine offene Fläche ohne Bäume und Gebäude. Der Bus fährt mit hoher Geschwindigkeit und weicht jedem Hindernis aus. Dann bemerkst du, dass ihr in der Nähe des Lebensmittelladens seid, in den ihr euch versteckt hattet. Der Bus öffnet die Tür, damit die andere Gruppe aus dem Laden in die sichere Zone zusteigen kann. Du hörst von den Helfern, dass die ganze Welt von diesen riesigen Kreaturen überrannt wird. Als ihr weiterfahrt, siehst du eine Hybridmücke. Sie hat zwei Köpfe und einen Skorpionschwanz. Sie ist so groß wie die Freiheitsstatue und bereit anzugreifen. Was auch immer die Ursache für das abnormale Wachstum der Mücken ist, sie werden dadurch auch zu Hybriden und Mutanten. Und du dachtest heute Morgen, dass es ein guter Montag wird.